Hallo, lieber Jürgen, und herzlich willkommen bei mir zu Gast. Ja, Jan, sei gegrüßt. Ich freue mich wirklich richtig, hier bei dir zu sein und mit dir zu sprechen. Ich mich auch, und das ist alles sehr schnell gegangen. Wir haben in der letzten Woche haben wir zum ersten Mal Kontakt gehabt. Vorgestern das Vorgespräch und heute sind wir schon bei dem Interview, und ich habe beim Vorgespräch auch schon Gänsehaut. Und zwar, ich arbeite ja schon seit fast 2 Jahren an diesem Corona-Betrug, um das zu entlarven, und da ist auch eine Müdigkeit entstanden. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen, wie sehr viele da etwas durchblickt haben, und ich habe auch versucht, mich ein bisschen umzuorientieren, mehr auf spirituelle Themen, auch den Bereich Quantenphysik, weil einfach das der Lösungsweg ist in meinen Augen oder von meiner Erkenntnis her. Und in dem Moment, wo ich anfange, auf das Thema zu fokussieren, lerne ich dich kennen. Und das ist einfach so, das hat so gepasst wie die Faust aufs Auge, und hat auch sehr vieles wieder bestätigt von meinem Wissen in Quantenphysik. Ich sage jetzt nicht inhaltlich, aber einfach nur, dass dieses Treffen entstanden ist zwischen dir und mir. Das hat sich so angezogen, das hat sich zusammengebraut im Universum. Das war meiner Meinung nach kein Zufall. Ja, deswegen die Gänsehaut, und dann natürlich auch aus dem Gespräch heraus einfach, ja, ich war einfach so überwältigt. Die meisten großen Wissenschaftler im Bereich der Quantenphysik, die kennt man nicht mehr persönlich. Man kann keine direkten Interviews machen, weil sehr viele sind schon tot. Es ist eigentlich ein Bereich der Wissenschaft, der wahrscheinlich bei der Jahrhundertwende quasi blockiert wurde. Bis zum Zweiten Weltkrieg findet man noch einigermaßen gute wissenschaftliche Erkenntnisse, Arbeiten, auch bekannte Wissenschaftler. Da wurde das irgendwie noch honoriert, aber auch schon bekämpft. Und seit dem Zweiten Weltkrieg quasi haben wir wie eine sehr dunkle Zeit, was Wissenschaft anbelangt, weil für mich ist die echte Wissenschaft basiert auf den Quantenerkenntnissen und nicht auf dem materialistischen Weltbild. Das zeigt auch, dass wir ja gewissermaßen, ich wollte jetzt fast verdummen oder verblöden sagen, das ist natürlich nicht ein schönes Wort, aber einfach was den Bereich Wissenschaft anbelangt, waren die vor 100 Jahren offensichtlich viel weiter, als wir das jetzt sind, obwohl sie vielleicht kein Smartphone hatten und solche Sachen, aber dennoch einfach im Bewusstsein viel weiter. Ja, also bevor ich habe manchmal so lange Anmoderationen, das tut mir jetzt echt leid an dieser Stelle, lieber Jürgen, wir wollen dir zuhören, und zu Beginn möchte ich, dass du mal einfach erklärst, wie es bei dir dazu gekommen bist, dass du dich für das Thema interessiert hast, dass du quasi deine ganze Karriere, dein ganzes Sein in diesen Bereich investiert hast. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ja, Jan, erstmal möchte ich mich bedanken und das ist eine Ehre für mich hier bei dir zu sein, weil du Foren hast, wo du hast so viel Mut im Grunde genommen und betreibst Aufklärung in den verschiedensten Bereichen. Das finde ich ganz, ganz großartig und das begeistert mich und auch, dass du den Wandel selber für dich auch herstellst in verschiedene andere Bereiche und dass du dich traust, wirklich alles zu präsentieren. Das ist schon ganz, ganz toll. Ja, ich will dir kurz, du hast die Quantenphysik angesprochen, da ist der Heisenberg ein ganz entscheidender Wissenschaftler auch, der schon damals so dieses einfache einen Satz gesagt hat, es ist nicht die Welt, die du siehst, sondern die Welt, wie du sie siehst. Ich meine, da steckt ja schon unglaublich viel drin an Möglichkeiten für uns. Und zu mir, also mich hat es schon immer bewegt, mich mit diesem Phänomen zu beschäftigen oder vielmehr, ich wusste es früher gar nicht, weil du weißt ja, wenn du irgendwas machst oder wenn etwas ist, ich sehe das von meiner Tochter, die ist aurasichtig mit 12 Jahren gewesen, die hat gar nicht gewusst, dass sie das ist, die dachte, das sehen alle so. Insofern hast du auch nicht das Gefühl, dass du was Besonderes machst. Im Grunde genommen machen wir ja alle was Besonderes, ist egal, in welcher Position du bist. Aber jetzt angesprochen auf das, was wir heute präsentieren wollen, ich habe schon sehr, sehr jung gemerkt, dass ich eine andere Sichtweise habe in der Welt, dass ich Räume anders sehe, dass ich Menschen anders sehe. Ich sehe Menschen als eine Art Schwingungsaspekt.
Und mir war das im Moment früher überhaupt nicht klar. Ich konnte zum Beispiel durch zu Taschen sehen. Wenn meine Mama nach Hause kam und hat eingekauft, dann brauchte sie die Tasche gar nicht auspacken. Aber ich war der Meinung, dass die Transparenz für alle möglich ist, das so zu sehen. Und ich stellte dann später fest, als ich in die Schule kam, dass ich extremer Legastheniker bin. Das heißt also, eine Rechtschreibschwäche habe. Man kann das aber auch als Fähigkeit sehen. Ich bin also in der Lage, Worte und Buchstaben auf unglaubliche Art und Weise verändern zu können, ohne dass die Phonetik verloren geht. Das heißt, wenn du das liest, dann hörst du das Gleiche. Ob du viel mit V schreibst, mit F schreibst, mit I oder ein H dazwischen, das spielt gar keine Rolle. Das heißt, wenn du das jemanden lesen lässt, ist das Gleiche. Aber ich habe diese großartige Fähigkeit gehabt. Und die meisten Künstler sind Legastheniker, weil sie hauen aus einem Stein einen Löwen. Und da fragt man sie, wie machst du das? Ja, ich hau alles weg, was nicht aussieht wie Löwe. Das ist so eigentlich ganz, ganz einfach gedacht. Nur mir hat es keine großen Vorteile gebracht. In der Schule jedenfalls. Da kam das erste quantenphysikalische Gesetz zur Geltung, der Beobachtungseffekt. Menschen, die mich beobachtet haben, wie ich geschrieben habe und 70 Fehler gemacht habe, meine Mutter war verzweifelt, die haben natürlich gedacht, ich könnte überhaupt nicht lernen. Ich kann nichts aufnehmen. Also machen wir mal irgendwie, bringen wir den mal irgendwo durch. Und dann natürlich im Lehrerkollegium, der eine sehr ausgerichtet auf mein Defizit präsentiert hat, sind natürlich die anderen auch in diese Beobachtung und Aufmerksamkeit gegangen und sind davon ausgegangen, dass ich natürlich auch Mathe nicht kann, auch andere Fächer nicht kann. Und das ist die Gefahr dieses Beobachtungseffektes oder nicht die Gefahr. Das ist das Wunderbare am Beobachtungseffekt. Du kannst jetzt schon lernen, der Beobachtungseffekt, der zeigt dir Fähigkeiten bei anderen, die unter Umständen beim anderen noch gar nicht wahrnehmbar sind, aber du hilfst anderen da mit, dass sie das unter Umständen auch fühlen und merken. Und du sorgst dafür, das mache ich bei meinen Kindern auch, dass sie wirklich Dinge machen können, dass sie Dinge bewältigen können. Oder auch wenn jemand krank ist. Jeder Arzt sollte über dieses Phänomen des Beobachtungseffektes verfügen, dass er einfach sich der Dimension bewusst ist. Ja, ich bin Vater von 5 Kindern, das ist auch wichtig zu sagen. Katastrophen erfahren, kann man sagen. Das ist in eine Welt reingekommen. Ich wollte schon immer 5 Kinder haben, als ich 17 war. Das ist verrückt. Und das hat auch geklappt. Und dann die Schule, die war natürlich nicht zu schaffen. Und mir war auch nicht klar, dass ich die Räume anders sehe. Man hat einen IQ-Test damals gemacht. Da war mein IQ, glaube ich, auf 55. Wer sich damit auskennt, der weiß, das ist so schwachsinnig fast. Da bin ich selbst in der Sonderschule noch nicht intelligent genug dafür. Meine Frau ist Sonderschulpädagogin, zufälligerweise. Und sie sagt, ich wäre damals der richtige Kandidat gewesen für die Sonderschule, auch in ihrer Hand, ne? Weil dort andere Phänomene auch geguckt werden bei den Kindern. Und es ist wirklich eine außergewöhnliche Fähigkeit. Ich denke 6.000 bis 8.000 Mal schneller als normal. Das ist beim Legastheniker so. Später hat man aber einen anderen Intelligenztest gemacht und da hat man meine physikalischen oder Raumfähigkeiten angeguckt und die lagen bei einem IQ von 180. Das heißt also ganz jenseits von normalen Stellen. Insofern verlasst euch nicht darauf, was man bei euch misst, so an IQ oder was auch immer. Das Messen, das ist nur im Moment so eine Zeitaufnahme auch, das verändert sich auch. Auch bei der Intelligenz ist das so. Und nicht nur da, sondern auch wenn ihr euch untersuchen lasst. Und da kommt schon das zweite quantenphysikalische Gesetz, die Unschärferelation. Das heißt, wenn du eine Betrachtung eines Messergebnisses hast und daraus resultiert eine Aktion, dann ist das immer ein Risiko. Das heißt, wenn ein Arzt also eine Behandlungswürdigkeit aufgrund eines Messergebnisses sofort mit dir anfängt, dann lauf so schnell du kannst. Das heißt, seh zu, dass du wirklich vielleicht eine Woche später nochmal hingehst, wo der Mediziner dann feststellt am Blutbild, das ist ja anders. Das heißt also, Unschärferelation ist ein sehr interessantes Phänomen, was heute auch schon von Ärzten angenommen wird und von Therapeuten, die sagen, komm, wir machen da zwei, drei, habt ihr sicher auch schon festgestellt, zwei, drei Stationen, wo wir danach das nachgucken können. Aber die quantenphysikalische Ebene ist so eine interessante Ebene, deswegen habe ich ein E-Book geschrieben, auch dazu, wo man mehr darüber lesen kann. Und es gibt noch ein anderes Phänomen, das ist die Quantenverschränkung. Das war mir damals im Gefühl, ich konnte Dinge abgreifen, die ich nicht gelernt habe. Das Ich heißt würde also, schnell was einwerfen an der Stelle. Das geht um Synchronizität jetzt, gell? Also die ja, meisten genau. kennen das als Synchronizität, die Okay, genau. Quantenverschränkung.
Genau, das ist so das. Da gibt es ein schönes Beispiel mit einem Termitenhügel, was ich auch immer gut darstelle. Im Termitenhügel ist die Königin. Die Königin hat den Plan. Die Königin hat also genau die Planung und die Termiten, die machen das genau nach dem Plan, führen das aus. Wenn man die Königin rausnimmt aus dem Termitenhügel, machen sie weiter. Wenn man die Königin auf die andere Seite der Welt setzt, machen sie weiter. Wenn man die Königin, der Königin das Leben nimmt, hören sie unmittelbar auf. Und zwar ohne Raum-Zeit-Kontinuum. Das haben wir gemessen. Es gibt keine Zeit von dort drüben, von 4.000 oder 20.000 Kilometer, bis hin zu der Position, wo die Arbeit gemacht wird. Und das ist eben das Quantenverschränkungs- oder Synchronizitätsgesetz. Das ist ein Phänomen. Du kannst dir also Informationen holen. Es sind ja alles, was existiert, ist ja da. Es ist als Feld da, sagt man so schön. Es ist für alles, ob da eine Schraube da ist oder ob das ein Gedanke ist oder ob das irgendwelche Projekte sind, alles wird sofort, dafür wird sofort ein Feld existent. Und der Legastheniker hat die Fähigkeit, einen Teil dieses Feldes zu lesen oder zu fühlen, ohne dass er das weiß. Ich erzähle das deswegen jetzt, weil bei mir dieses Phänomen eingetreten ist, als ich aus der Schule rauskam, siebtes Schuljahr, kein Hauptschulabschluss. Fünfen und Sechsen auf dem Zeugnis, im Grunde genommen in die Welt katapultiert, ohne Chance kann man fast sagen, aber ich habe das nicht gefühlt. Ich habe nicht dieses Phänomen, was die anderen von außen beurteilt haben, gefühlt. Ich habe eine Begeisterung in mir gespürt für Leben, für Lebendigkeit. Man hat mich auch immer so beobachtet. Ich bin rumgesprungen, war lustig, war freudig und habe mich auch freudig auf einen Beruf gestürzt, den ich lernen wollte, einen Handwerksberuf, wo ich Material verändern konnte. Weil ich das Material ja auch schon anders so eine Beziehung hatte dazu. Und meine Mutter, die ist mit mir rumgefahren, kilometerweit, und ich habe keine Lehrstelle bekommen, weil die wollten alle mein Zeugnis sehen. Und da hatte ich das große Glück, dass eine Firma sagte, mich interessiert dein Zeugnis nicht. Kommt vorbei, wir haben nächste Woche eine praktische Aufnahmeprüfung und dann kommen wir hin. Und da war ich der Beste gewesen und die haben gesagt, auf den können wir nicht verzichten, das Zeugnis wollen wir nicht sehen. Und dann haben die mich in die Lehre aufgenommen und da war ich auch während der Lehrzeit, das ist das Phänomen jetzt. Natürlich haben die Lehrer mit Schrift nichts zu tun gehabt. Die haben das Phänomen bei mir der Schreibschwäche nicht entdecken können. Was sie entdeckt haben, ist das, womit andere Lehrer sich nicht beschäftigt haben. Sie haben bei mir die Fähigkeit entdeckt, Material zu bearbeiten, den Raum zu sehen. Und dadurch konnte ich auch den Abschluss mit einer 1 und mit einer 2 machen. Das wäre gar nicht, auch Physik und Mathematik, komischerweise, wo das vorher gar nicht möglich war. Ja, und so bin ich da meinen Weg gegangen. Und ich habe immer gefühlt, entfunden in mir, was ich machen will. Ohne Ziel und Plan, eigentlich immer von meinem Empfinden her, was ist der nächste Schritt? Natürlich ist der nächste Schritt, ich interessierte mich, wie setzt sich die Materie zusammen? Wie kann man sowas konstruieren? Wie kann man Brücken konstruieren, Laufbänder oder was auch immer? Wie kann man das machen? Und dann habe ich Maschinenbau studiert. Natürlich brauchte ich jetzt die Voraussetzungen. Ich brauchte das achte, das neunte, das zehnte Schuljahr. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe die Voraussetzungen geschaffen. Und ich vermute, dass immer ein Feld dabei war, das mir geholfen hat. Und das kann man deswegen noch bestätigt sehen. Ich habe mit 27 Jahren an der Universität in Düsseldorf gesessen als Medizinstudent, weil mich neben der Maschinenzusammensetzung interessierte, wie funktioniert der Mensch, weil ich den Menschen anders gesehen habe, in einem anderen Rhythmus. Und mich interessierte, wie funktioniert das bei Menschen so? Erstmal zunächst einmal rein funktionell, was ich natürlich später anders dachte, aber erstmal so rein als so maschinenorientiert, ne, was es ja nicht ist. Und dann saß ich da an der Universität, das Studium fiel mir sehr leicht, weil ich habe den Menschen angeschaut und ich habe die Anatomie gut sehen können, mit Organen, mit allem so, das habe ich so in Empfinden gehabt und deswegen fiel mir auch leicht, das Studium zu machen. Und ich kam dann in die Klinik. Und in der Klinik merkte ich dann, was ich nicht will, ist eine Reparatur. Das heißt, ich habe so gemerkt, dass eine Reparatur für mich eigentlich nicht in Frage kommt. Also man nennt das Pathogenese. Der pathogenetische Ansatz, das heißt, die Suche nach irgendwelchen Defiziten im Körper, um das zu bereinigen, ohne Rücksicht auf die Person selbst, was sie verursacht hat oder was sie wieder ändern kann. Das zeichnet ein sehr materialistisches Verständnis von Genau. Heilkunde, ja. Genau. Und da habe ich mich erst mal entfernt von der materialistischen Betrachtung. Und was ich auch gesehen habe, ich habe da im Bett einen Menschen liegen sehen, der Fähigkeiten hat. Ich habe praktisch den Heiler im Bett gesehen, so kann man sagen, der Fähigkeiten hat,
von denen er nichts wusste. Ich bin dann praktisch in den Beobachtungseffekt gegangen, aber unbewusst. Das heißt also, ich habe die Beobachtungsgabe wirken lassen und auch sie dachten immer, ich würde sie heilen, ich würde sie gesund machen durch Medikamente, durch Spritzen oder was auch immer. Und mir wurde damals schon klar, das ist ein Faktor, der Menschen aus Notlagen helfen kann, keine Frage. Deswegen ist der Arztberuf ein bedeutender Beruf in unserer Gesellschaft. Wenn jemand mal wirklich in einem Tief hängt, der ist sehr dankbar, dass er einen Mediziner findet, ob nach Unfall oder was auch immer, der ihm da raushilft. Aber die Menschen vergessen oft, dass sie ein Teil der Ursache sind, da reinzukommen. Ob das jetzt Unfall ist oder was auch immer, das spielt keine Rolle. Ist ein Und wichtiger Punkt, sorry. Viele wichtiger haben Punkt. das Gefühl, ja, wenn sie krank werden, so, okay, da ist Selbstverschulden, falsche Ernährung und andere Dinge. Bei Unfall haben sie oft das Gefühl, ja, das war Pech oder da hat mich ein anderer angefahren. Aber wenn Ja. man das quantenphysische Feld versteht, dann Genau. merkt man, dass Unfälle eben auch durch einen Genau. selbst getriggert werden, ja. Und das Fatale ist, es geht ja gar nicht um Schuld. Viele verbinden damit, wenn sie sagen, sie sind ein Teil der Ursache dafür, die verbinden damit das Schuldhafte. Das ist ja nicht Schuldhaftes. Es ist eine Partnerschaft, es ist ein Zusammenwirken von Ergebnissen, die man im Alltag erlebt und was man erlebt. Mit der Fähigkeit zu empfinden, dass ich ein Teil davon bin. Ich bin in einer Partnerschaft, auch mit einem Unfall oder mit einer Krankheit oder was auch immer. Und es hat nichts mit Schuld zu tun. Deswegen ist auch jede Situation, in die man so kommt, ist ein Wachstumsaspekt, ist ein eigentlich im Grunde genommen ein Einsicht, ein Erleuchtungsaspekt oder dass man eine Einsicht bekommt irgendwo. Aber nicht dadurch, um schnellstmöglich wieder gesund zu sein, nein, sondern eine Einsicht bekommt, um vielleicht andere Wege zu gehen. Und diese Gesundheit ergibt sich dann als Nebeneffekt. Das kann sein, dass das noch eine Zeit lang mich begleitet, auch unter Umständen 1, 2 Jahre oder länger. Aber die Impulskraft ist schon da, wenn jemand das Bewusstsein darauf hat, dass er dann diesen Weg mit diesem Defizit, mit der Nichtgesundheit ganz anders geht. Das heißt, auch wenn sie noch da ist, dann marschiert er damit anders durchs Leben. Und das ist das Fantastische. Ja, ich bin dann aus der Klinik geflüchtet, mitten in meiner Promotionsarbeit, weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht mein Weg. Ich wollte keine Praxis eröffnen, denn ich habe viele Freunde, die lieben es, mit Krankheiten zu arbeiten und die machen auch wunderbare Arbeit. Aber so gehört jeder eben in ein bestimmtes Feld, ne, um da was zu machen. Vielleicht der eine mehr ist als Pfleger unterwegs, der andere als Kindergärtnerin. Wir haben alle so eine Idee in uns, ne, wie wir leben wollen, mit welchen Dingen wir leben wollen. Und meine Absicht heute mit dir im Gespräch ist, dass ich euch meine Forschung vorstellen möchte, in welcher Art und Weise ihr genau immer näher dahin kommt, wer du bist. Warum du hier bist. Nicht um das zu beantworten mit deinem Wort, mit deinem Gehirn, nein, mit deinem Empfinden. Dass du es nochmal manchmal gar nicht erklären kannst, wie die Liebe. Wenn du dich verliebst, dann ist die Frage, wie kannst du das deinem Kind erklären, wenn dein Kind dich fragt, wie ist das denn, wenn ich verliebt bin? Dann machst du 3, 4, 5 Ansätze und dann gibst du auf und dann sagst du, pass auf, wenn es passiert, weißt du es. Und das ist genau, das ist der Punkt. Und ja, so bin ich dann raus aus der Klinik und habe ein Forschungs- und Bildungszentrum und ein Präventionszentrum eröffnet. Das heißt mit 68 Kursstunden pro Woche. Das war wirklich eine Nummer 1982, das ist schon 40 Jahre her. Da wollte ich noch mit meinem, ja, ich wollte anderen Menschen sagen, wie sie leben wollen, was heute ganz anders ist, aber damals war das noch so, was sie essen sollen, Ernährung, wie sie sich bewegen sollen, dass sie ein Bewusstsein bekommen für sich, für ihre eigene Kraft, dass sie selber für einen guten Zustand sorgen können mit ihrem Körper und mit ihrem Mindset. Ich habe als Meditationslehrer gearbeitet, auch im spirituellen Bereich, und dort war ich unterwegs und bis ich nach und nach merkte, was machst du da? Sag ich, ne? Das ist doch gar nicht deine Idee, anderen zu sagen, was sie essen sollen. Das ist doch, da fiel mir Aristoteles ein, ich hatte auch mal Philosophie studiert, eine Zeit lang, der gesagt hat, schon damals, du hast ein inneres Gestaltungsprinzip in dir. Und wenn du diesem angeschlossen bist, dann weißt du, was du essen sollst. Du brauchst nur den Ökotrophologen, um dir vielleicht erklären zu lassen, wie das, was du isst, zusammengesetzt wird. Aber nicht, dass er dir sagt, du sollst vegetarisch sein oder Fleisch essen oder was auch immer. Du weißt, was du essen sollst. Du weißt auch, wie du leben sollst, wie du leben möchtest, wo, mit wem, wie, was du tun willst. Wenn du diesem angeschlossen bist, man muss sich vorstellen, vor über 2000 Jahren, Aristoteles war ja ein genialer Wissenschaftler, Naturwissenschaftler und Philosoph. Und so hat er schon damals den Impuls gesetzt für das, was ich euch heute konkret
erklären möchte, was dieses innere Gestaltungsprinzip ist, ist eine biologische Gegebenheit. Keine spirituelle in dem ersteren Sinne, sondern im ersteren Sinne eine biologische, mit der wir geboren werden und die wir nach und nach verlieren. Ja, und das war dann, ich habe mit vielen tausend Menschen gearbeitet in meiner Anlage. Ich habe 30 Mitarbeiter gehabt und war begeistert, da drin zu arbeiten, bis ich mehr und mehr Beobachtungen gemacht habe, die mich nach und nach davon weggebracht haben oder mehr zu meiner Akademie. Am Anfang habe ich Sportlehrer ausgebildet, Übungsleiter ausgebildet, später immer mehr in den spirituellen Bereich reingegangen, habe versucht herauszufinden, was ist das, wenn einer zu mir in die Anlage kam und ich habe den Anamnesebogen ausgefüllt und da hat jemand draufgeschrieben, er möchte gerne abnehmen als Beispiel. Da habe ich mich am Anfang darauf eingelassen und habe ihm geglaubt. Aber das ist nicht das ist eigentlich nur so ein vordergründiger Grund, wo ich später festgestellt habe, ich habe später Frauen bei mir gehabt, die haben trainiert mit voller Begeisterung, haben das gleiche Gewicht gehabt, als sie zu mir kamen und auch noch nach einem Jahr. Und das hat sie dann auch einmal nicht mehr gestört, weil sie gefühlt haben, ich habe gefühlt, dass bei manchen Menschen ein bestimmtes Gewicht dazugehört, auch wenn es außerhalb des BMI liegt. Auch wenn es außerhalb der Vorstellung von den Sportwissenschaftlern liegt. Es gibt Menschen, die gehen durch ihr Leben mit genau dem Gewicht, was zu ihnen gehört. Und da gibt es gar keine Diskussion mehr. Das war bei einigen Frauen, so wie ich das beobachten konnte. Und das hat mich immer wacher gemacht, dahingehend, was ist das, was der Mensch hier kreiert auf der Erde? Was ist das, was der Mensch, in welcher Bewegung der Mensch gehen will, was ihn berührt, was sein Herz berührt? Und ich habe mich dann auf die Socken gemacht und auf die Suche, das herauszufinden. Jetzt da ins Detail zu gehen, das würde wirklich viele Stunden dauern. Ich habe viele Tests gemacht, Überprüfungen gemacht. Ich habe Muskelverhalten überprüft und getestet. Ich habe also Menschen beobachtet, die sich in einer bestimmten Art bewegt haben, wo ich gedacht habe, warum ist das so? Warum fällt manchen Menschen eine Belastung plötzlich schwer, das gleiche Gewicht, was sie gezogen haben an einem Gerät und am nächsten Tag gar nicht. Das heißt, das war das ganz leicht. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Naturwissenschaftlich ist es so, wenn ich ein bestimmtes Gewicht hebe, dann ist das physikalisch das Gewicht. Wenn ich es am nächsten Tag anders empfinde, dann ist es immer noch das physikalische Gewicht. Ne? Was ist das da, was mir es plötzlich möglich macht, es anders zu bewegen? Ich bin dann in den Sportärztebund eingetreten, da bin ich jetzt schon 30 Jahre und länger Mitglied, um Antworten zu suchen, aber keiner konnte mir die Antwort geben. Und ich habe als Mentaltrainer gearbeitet, habe mich mit Mentalkonzepten auseinandergesetzt, aber auch da waren Lösungen nicht zu finden, wenn es darum ging, wie kann ich den eigenen Raum für den Menschen eröffnen, mit dem sie gekommen sind auf diese Erde, in dem sie leben wollen, ne? In dem sie sein wollen. Wie kann ich diesen Raum eröffnen? Das wurde mir schon sehr früh, so vor 30 Jahren fing das ganz aktiv an, ne? Darin zu forschen und das zu untersuchen. Ich kann an der Stelle, sorry, ich habe so viele, wenn wir reden, so viele Sachen, die mir einfallen, aber ich kann das total bestätigen mit der Sportwissenschaft. Ich habe ja selbst Sportwissenschaft studiert. Und ja, musste dann auch mal feststellen, dass es gibt da so wie eine Doktrin, was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Und dann siehst du zum Teil muslimische Spitzensportler, die während des Ramadans, also eigentlich ernährungstechnisch alles falsch machen und Spitzenleistungen erzielen. Oder dann gibt es manche, die machen niemals Stretching, die Muskeln werden nie gedehnt, sind Top-Athleten. Und andere, die sagen, man muss immer nach dem Training und vor dem Training brutal viel dehnen, sonst wird man verletzt und so weiter. Also wenn man, das gibt es wahrscheinlich in jedem Studium. Ich habe hier einfach den Einblick in die Sportwissenschaft und habe auch ziemlich früh erkannt, dass bezüglich Ernährung, Training, alles gibt es. Es gibt jede Doktrin und irgendwie schaffen es alle mit ihrer Methode zu Spitzenleistungen. Also, oder es ist möglich, mit jeder Methode Spitzenleistungen zu erzielen, ja. Aber Jan, dass du Sportwissenschaft studiert hast, dann lass uns doch einen kleinen Ausflug machen, wenn okay ist für dich, so einen kleinen Ausflug, vielleicht auch für den Zuhörer interessant, auch wenn es jetzt rein funktionell ist. Das heißt, du weißt, dass unsere Muskeln
Der aktive Bewegungsapparat bewegt den Passiven. Der Passive geht ja schwimmen durch den Aktiven. So wollen wir das haben in der Sportwissenschaft, wenn sich Menschen bewegen, dass der schwimmen geht. Was viele nicht wissen, ist, dass wir Einfluss haben mit unseren Empfinden und unserem Denken auf unsere Muskulatur, auf unser Muskelbindegewebe. Das heißt, wir können das überprüfen. Wenn zum Beispiel einer eine schlechte Nachricht bekommt, was passiert? Er sackt zusammen. Das heißt, die Muskeln werden, sagen viele, schwach. Das stimmt aber nicht. Die Muskeln werden nicht schwach, sondern unsere Muskulatur ist unser Verbündeter. Unsere Muskulatur versucht uns über Myokine, das sind diese Botenstoffe im Muskel, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sind das Botenstoffe, versucht Botenstoffe so schnell wie möglich zu unserem Gehirn zu senden, damit wir einen größeren Optionsraum haben. Wenn wir also eine schlechte Nachricht bekommen, dann macht die Muskulatur nichts anderes als, sie fängt an zu oszillieren, chaotisch. Sie fängt an, chaotisch zu rappeln, zu schwingen. Das kannst du mit dem Muskel überprüfen. Das heißt, das habe ich getestet mit vielen tausend Menschen, dass der Muskel gerappelt hat. Und wenn das ist bei dir, wenn du im Alltag bist, bei jeder Herausforderung, achte mal auf deinen Körper. Du fühlst das im Körper, nicht in deinem Kopf. Wenn du Begegnung hast, eine Herausforderung, du fühlst das im Körper. Und zwar deswegen, der Körper ist immer dabei und versucht, dir zu helfen. Der versucht, dich zu unterstützen. In der Sportwissenschaft hat das folgende Konsequenz, folgende negative Konsequenz. Wenn jemand gerade mit einem Problem beschäftigt ist und der ruft die Muskulatur auf, ihm zu helfen, und er trainiert mit dieser Muskulatur, dann trainiert er mit einem rappelnden Muskel, mit einem Muskel, der Stufen hat. Wenn er das macht mit einer großen Belastung, dann geht der passive Bewegungsapparat rappelnd durch den aktiven. Bänder, Gelenke, Knorpel werden besonders belastet. Und deswegen gibt es ganz viele Verletzungen im Training, in Sportanlagen auch, dadurch, dass dies nicht berücksichtigt wird. Das heißt also, das kennen die Sportwissenschaftler nicht. Ich habe so viele Sportwissenschaftler in meiner Akademie, die jetzt zur Ausbildung kommen, die sagen, Jürgen, ich habe das nie gehört an der Uni. Ja, weil sich an der Uni nicht mit dem Mentalen beschäftigt oder mit dem emotionalen Einfluss auf die Muskulatur, das lernt ihr auch nicht. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch die Antwort darauf, dass man diese Verletzungsanfälligkeit über diese Situation verändern und reduzieren kann. Im Moment biete ich sowas auch Sportanlagen an, aber das ist jetzt so nur am Rande, weil du die Sportwissenschaft erwähnt hast. Daraus resultiert aber viel, viel mehr. Aus dieser Qualität der Muskelarbeit ist auch meine Forschung entstanden in Bezug auf auch die Idee meiner Lebensgestaltung. Das ist ja ein ganz fundamentales Phänomen, über das wir gleich auch reden werden. Aber ich will noch ein bisschen jetzt weiter erzählen, weil du fragtest, meine Person, Entwicklung dahin und so weiter. Und wie gesagt, ich bin dann immer mehr und mehr in dem Bereich Suche danach, was ist die Ursache dafür, dass ich das verloren habe, dass ich also die Verbindung verloren habe zu mir, denn die hatte ich als Kind. Ich bin als Kind geboren mit einer starken göttlichen Verbindung zu mir, zu meinem Selbst, kann man sagen. Ich habe mal hier, warte mal, ich will dir mal was zeigen. Mhm. Das kann ich mal auf Flipchart aufzeigen. Du wirst als Riese geboren. So. Kann man das sehen? Ja. Genau. Du wirst als Riese geboren und zum Zwerg gemacht. Das ist dein göttliches Selbst, als dass du geboren wirst. Aber du bist nicht hier, um dein göttliches Selbst durch das ganze Leben zu transportieren. Dann hättest du auch zu Hause bleiben können. Weißt du? Das heißt also, du bist hier auf die Erde gekommen, um genau das, diese Herausforderungen, die da sind, um diese zu bewältigen und diesen, mit denen was zusammen zu machen und auch diese Erfahrung zu machen. Wir sind in einem Erfahrungsgefängnis. Wir begeben uns in ein Erfahrungsgefängnis, wo wir gucken, dass wir damit zurechtkommen. Aber hier, diese Aussage, zum Zwerg gemacht, ist falsch. Weil du bist derjenige, der dich zum Zwerg macht. Und zwar, wenn ein Ereignis stattfindet, dann entscheidest du ja. Wenn dich ein Lehrer zum Beispiel zu dir sagt, du bist eine faule Socke oder du kannst das nicht schaffen, dann, dann schließt du dich dem an, unter Umständen aus irgendeinem Grund, um auch dann klarzumachen, dass du bestimmte Dinge einfach nicht machen kannst, fertig, ne? Weil du es nicht machen kannst. Das ist so ein teilweise Eigenschutz, aber so reduzierst du dich immer mehr. Und du kannst es nicht verändern, indem du, wenn du es einmal gemacht hast, kannst, das Fantastische ist, wenn du es selber machst, was würdet ihr sagen, was würden die Zuhörer sagen, wenn du es selber machst, wer kann es verändern? Nur du.
Es kann, du kannst nicht zu dem Lehrer gehen und sagen, du korrigier doch mal deine Meinung jetzt über mich, dann geht es mir besser. Das machen manche auch. Oder was da an mich herangetragen wurde, kannst du das nicht anders darstellen, dann geht es mir besser. Nein, alles das hat Sinn und Zweck. Und jetzt geht es darum, wie kannst du dich auf den Weg machen, wieder zurückzugehen in die, wieder zurückzugehen zu der Größe, im Grunde genommen wieder zu deinem göttlichen Selbst. Aber das ist ja auch der Sinn. Wenn du älter wirst, dann tauchst du ja wieder da ein. Das heißt, du kommst hier auf die Erde, nimmst die ganzen Herausforderungen als Wegbegleiter an und tauchst dann da wieder ein. Bei manchen ist das so, sie halten sich hier ein Jahr auf, andere halten sich 5 Jahre auf, manche 30, die anderen 100. Das hat alles Sinn und Zweck und ist nicht ein Zufall. Also Gott würfelt nicht, sondern es gibt eine, es gibt ein, gibt eine haargenaue Sache, warum das Sinn und Zweck hat, das Ganze, deine Existenz. Auch wenn du mal einen Menschen verlierst, das ist unglaublich, unglaublich schwierig, aber es hat einen Sinn und Zweck in dem Zusammenwirken. Und wenn du auf einer Ebene eines anderen Bewusstseins bist, in einer anderen Dimension, dann kannst du das auch wahrnehmen. Du brauchst ja nur die außerhalb der dritten Dimension, die vierte nehmen, die ja die Zeit ist als Beispiel. In der Zeitdimension, im Hier und Jetzt, ist das so, da gibt es ja keine Vergangenheit, da gibt es keine Zukunft, da gibt es auch keine Erfahrung, denen du nachgehen musst, da gibt es auch kein Erfahrungsspektrum, in das du gefangen bist. Wenn du wirklich im Hier und Jetzt bist, dann bist du frei aus deiner Gefangenschaft, im Grunde genommen der Erfahrung. Und wenn du da noch ein Stückchen weiter hochgehst, dann hast du so ein Gefühl eines Zusammenwirkens wie ein Puzzle. Das ist alles eine, ich habe da drin eine wahnsinnige Erfahrung gemacht. Und zwar, ich habe eine kleine Tochter gehabt, die wurde geboren in der schlimmsten Zeit meines Lebens. Und ich hatte mit hoher Begeisterung meine Anlage geführt damals. Ich habe nur leider keine betriebswirtschaftliche Kenntnis gehabt. Das heißt, bei mir gab es keine Verträge. Die Leute konnten kommen, wann sie wollten, mit einer Karte, die sie gekauft haben. Am Anfang war natürlich der Bär los, weil die viele Karten gekauft haben. Aber nachher haben sie vergessen, die abhaken zu lassen. Ich habe kein Kontrollsystem gehabt und hatte eben nur auf einmal eine halbe Million Mark Schulden. Ohne Investition an Sicherheit oder an Dingen, sondern einfach reine Schulden. Die musste ich dann mit Zinsen abzahlen bis zu 1 Million. Ich war in einer wirklich schlechten Situation, einer Erfahrung. In der heutigen Betrachtung war das das Genialste, was mir passiert ist. Meine Firma existiert heute noch, die gleiche Firma, wie vor 40 Jahren gegründet, völlig schuldenfrei. Und dann ist meine Tochter gekommen, Leonie Isabel. Die wurde geboren und ist krank geworden, musste in die Klinik, musste mehrere Male operiert werden. Und ich habe sie begleitet. Ich bin dann in die Klinik gegangen, habe meine Arbeitszeit, die war 20 Stunden damals, jeden Tag, hab mir gesagt, ist egal, ich bin jetzt 5, 6, 7 Stunden in der Klinik und begleite sie. Sie hat mich angeschaut mit ihren leuchtenden Augen. Und was ich gespürt habe in mir, es kam Informationen zu mir zu, wo sie mir mitteilte, dass ich einen anderen Weg gehen sollte. Dass das nicht der Weg ist. Man kann durch viel Arbeit nicht viel Geld verdienen. Das heißt also, es gibt, das ist ein Engpass. Und weißt du, was mir passiert ist? Ich habe das ein halbes Jahr, habe ich sie begleitet. Und in dem halben Jahr ist meine Firma so nach oben gegangen, obwohl ich nur 4 Stunden maximal da war. Da ist mir eins bewusst geworden, Jürgen, du warst immer der Meinung, dass du derjenige bist, der alles am besten kann. Zum Beispiel, dass du, ich musste delegieren, ich musste Arbeiten abgeben und dann stellte ich plötzlich fest, dass andere das sogar besser konnten als ich bestimmte Bereiche. Und mein Wunsch war dann, nur noch 3, 4 Stunden zu arbeiten, um mich darum zu kümmern, um meine Erkenntnisse, meine Beobachtung, meine Erforschung, dass da mich weiterzubilden, Fortbildung zu machen. Ich bin durch die ganze Welt gereist, nach Hawaii, nach Amerika. Ich bin überall hingereist, hab Therapeuten aufgesucht oder Leute, die im Grunde genommen sich mit Muskulatur beschäftigt haben. Zum Beispiel den Urheber der Kinesiologie, Dr. John Tsi, den habe ich in Amerika besucht. Ich habe in Amerika die Ausbildung gemacht. Aber die Kinesiologie war nicht der Faktor, weil die Kinesiologen, kennst du die Kinesiologie? Ja, nicht im Detail, einfach schon gehört, dass es das gibt, Aber ja. einige, die zuhören, kennen die. Die Kinesiologen messen nur den Muskel, nehmen sie nur als Indikator. Das heißt also, entweder halten oder nicht halten. Aber nicht als ein Bewegungsinstrument. Und mich hat, ich habe lange die Kinesiologie unterrichtet, aber da hat mir das gefehlt, das Bewegungselement. Da bin ich zu dem Dr. John C. nach Amerika gefahren. Ich bin mit ihm am Strand in Malibu spazieren gegangen und habe ihm das erklärt. Und habe ihm erklärt, womit ich mich beschäftige. Und er sagte, Jürgen,
Das gibt es gar nicht in der Kinesiologie. Aber du bist trotzdem Kinesiologe, weil Kinesis ist die Lehre von der Bewegung. Und dann hat er, und seitdem war er mein Mentor gewesen. Das heißt, er hat mich als Mentor begleitet, dass ich das, was ich da entdeckt habe, dass ich das in eine Form bringen konnte und auch wie ich das Menschen näher bringen konnte, dass das eine, dass Bewegung in diesem Aspekt etwas Sinnhaftes und Sinnvolles ist und auch dazu beiträgt, dass sie ihrem Leben wieder näher kommen. Und das war die Idee. Naja, auf jeden Fall mit der Sophie, mit der Leonie Isabel, das war eine tolle Begegnung. Ich war sehr, sehr erschüttert und traurig, keine Frage, als sie gegangen ist. Aber ich habe so viel, ich habe den Eindruck gehabt, sie ist deswegen nur gekommen zu mir. Sie begleitet mich heute noch. Wenn ich auf Kongressen spreche, auf großen Bühnen bin, als Beispiel, dann ist sie da oben. Wenn ich intensiver arbeite und vorbereite etwas, dann taucht sie auf. Und das gibt mir unglaubliche Impulse, auch noch jetzt, ich bin 74, werde ich dieses Jahr, in einer Kraft zu sein, in einer Energie zu sein, die einfach vergleichbar ist, als ich 40 war. Und das ist eben, das war eben ein ganz tolles Erlebnis. Und so glaube ich auch an diese Zusammenhänge, die manchmal nicht zu verstehen sind. Wir müssen sie auch nicht verstehen, aber auf einer bestimmten Bewusstseinsebene haben wir die Zugänge dazu. Ich möchte noch mal auf diese. Jetzt auf diese Idee kommen, da hinten. Oder hast du eine Frage zwischendurch? Nee, wo du das gezeichnet hast, das Bild, ja, das Modell mit Riesen und den Zwergen, das war für mich wieder ein Gänsehauterlebnis, weil ich einfach in Vorbereitung auf unser Interview, ja, habe ich genau darüber nachgedacht, oder? Und natürlich aus der materialistisch, dualistisch negativen Perspektive, das ist so ein bisschen meine Berufskrankheit und könnte vielleicht da ergänzen. Es gibt auch ja einen Grund, einen gesellschaftlichen Grund, warum wir zu Zwergen werden. Und zwar in unserem System werden wir immer mehr aufgespalten. Also zu Beginn, oder eigentlich sind wir das große Ganze, ein Teil des großen Ganzen. Und dann werden wir in Geschlechter aufgeteilt, jetzt sogar schon in zig Gender-Identitäten. Ja, dann werden wir aufgrund von Minderheiten quasi und differenziert, zwar mit dem Vorsatz, dass sie quasi, sie wollen uns eigentlich sagen, dass die Minderheiten mehr toleriert werden sollten, aber die ganze Diskussion führt natürlich dazu, dass man sich dieser Trennung mehr Gedanken über diese Trennung macht. Das sind die Schwarzen, das sind die Gelben, das sind die und so weiter. Dann gibt es diese Peer-Gruppen, ja, in der Jugendkultur mit den Hip-Hop und Techno und die Nerds und dann gibt es auch noch was alles Parteipolitik. Es geht immer um Aufspaltung und das hat jetzt auch zugenommen. Und je mehr du aufspaltest, desto kleiner wirst du und du siehst dich nicht mehr, du siehst dich als kleines Detail eines Großen und nicht mehr als das große Ganze, was du eigentlich bist. Und das ist du, der Fehler liegt in folgender Geschichte. Wir werden nicht aufgeteilt, sondern wir lassen uns aufteilen. Das heißt, wir teilen uns auf. Wir setzen aus irgendeinem Grund dann diese Impulse. Aber nur deswegen, weil wir uns selbst nicht haben. Das heißt also, wir lassen uns darauf ein, auf diese Dinge. Ich möchte euch heute eine Möglichkeit zeigen, wo du dahin kommst, dass du nicht in diese Energie gehst des Aufteilens. Und dass du ein unabhängig davon wirst. Und das, wir sind ja in einem Kollektiv. Wir haben ja ein Kollektiv im Grunde genommen, was auch gegründet wird. Zum Beispiel im Moment ist das die Angst, die Menschen beigebracht wird durch verschiedene Maßnahmen, die erfolgen, auch in der Gesellschaft. Menschen kommen in eine bestimmte Angst. Damit haben aber die, die nahe bei sich sind, überhaupt nichts zu tun. Und noch das Schöne ist, wir glauben manchmal als Einzelperson nichts tun zu können. Auch das ist ein großer Fehler. Das heißt, wir sehen unter Umständen nur den Kampf vielleicht, da was tun zu können, aber rein spirituell gesehen und quantenphysikalisch gesehen ist das nicht richtig. Es ist so, wenn du deine eigene Matrix hast oder du hast deine eigene Idee, deine Lebensidee und du lebst sie, in dem Moment setzt du ein Feld in dieses Gesamtfeld, in dieses Kollektivfeld, was im Moment da ist, was ein Auslöser sein kann, der alles ändern kann. Das heißt, du ganz alleine, und das muss man sich bewusst machen. Das heißt also, es ist nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben,
Wir haben alle Möglichkeiten, aber nur wir müssen erstmal zu uns kommen. Wir müssen erstmal zu uns kommen. Wir können nicht nach außen gehen und die ganzen Dinge außen können wir nicht verändern, aber keine Chance. Das sagen ja auch spirituelle Meister, wenn du zu sehr mit äußeren Dingen belastet bist, dann geh nach innen und so und guck, wie du da was klären kannst. Ne? Und das ist auch so ein Auftrag mehr oder weniger in der heutigen Zeit, dass wir uns ein bedeutender Teil sehen, sich um uns zu kümmern. Wir müssen Selbstregulationskompetenzen entwickeln. Das heißt, Selbstregulation nennt man für die unterschiedlichsten Ereignisse in deinem Alltag immer wieder in der Lage sein, für dich Wohlbefinden zu empfinden oder Wohlbefinden zu entwickeln. Das ist nicht einfach, das kann man nicht mit dem Kopf machen. Wenn du dazu in der Lage bist, dann setzt du Impulse auch in das Kollektivfeld, was im Moment immer stärker geschnürt wird. Aber lass dich nicht davon beeindrucken, von diesem Kollektivfeld, wo wirklich ich beobachte es bei vielen Freunden bei mir, die haben Angst. Ich frage mich, wovor sie Angst haben. Wir haben eine Existenz, die ewig ist. Das heißt, also das Einzige ist, dass wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind nicht unsere Emotionen. Wir haben eine Existenz, die ewig ist. Und wenn du das mal fühlbar hast, dann brauchst du dich nicht faszinieren lassen durch welche Einschränkung auch immer. Und jeder hat diese Macht und hat diese Möglichkeit, auch wenn er diesen Impuls von sich ins Feld setzt, dann kann es, das ist ja wie so eine, die Chaostheorie, es kann ein Impuls gesetzt werden, der plötzlich das ganze Feld wandelt und verändert. Und zwar durch eine einzige Person. Das ist einigen gar nicht bewusst. Sie glauben, die brauchen die Masse. Mehr Masse gegen die andere Masse. Das ist dreidimensional gedacht. Weißt du, das ist also in der dritten Dimension gedacht, aber nicht in der vierten oder fünften. Das ist gar nicht da. Ja, also hier, ich komme gleich mal, wahrscheinlich passt das gut jetzt, dass ich zu dem komme, was ich entdeckt habe. Aber wir machen mal einen kleinen Ausflug, vielleicht dahingehend, wie bist du als Baby, als du geboren wurdest und du hast in die Welt gelächelt? Ich glaube, jeder weiß das, wenn er in den Kinderwagen guckt, was auch immer. Bei meinen 5 Kindern war das so. Die lächeln dich an mit strahlenden Augen. Die Frage ist, warum machen sie das? Es gibt ja wahrscheinlich, weil sie denken, ich habe eine tolle Mutter, ich bin gut untergebracht, ich habe viel zu essen, gut, genau. Bestimmt nicht, das weißt du auch. Sondern das ist so, sie haben das einfach mitgebracht, weil sie immer noch die Verbindung zu ihrem, ja, zu ihrem Lichtwesen haben, zu dem, wo sie hergekommen sind. Und das ist das, und deswegen strahlen sie voller Begeisterung. Und das machen sie auch weiter, eine Zeit lang, je nachdem, wie stark du auf der Lebenstafel deines Kindes schreibst. Das heißt, was du alles dort vorgibst, was gemacht werden soll, was nicht gemacht werden soll. Da muss man ganz behutsam mit umgehen. Du arbeitest praktisch schon als Eltern, als Chirurg bei deinen Kindern, ne? Und versuchst chirurgische Einflüsse zu nehmen. Wenn du ein bestimmtes Bewusstsein hast, vertraust du darauf, dass es einen genialen Interaktionsprozess zwischen deinem Kind und zwischen dir gibt. Denn natürlich, du bist verantwortlich für Leitplanken, du bist verantwortlich für Grenzen in irgendeiner Form schon. Aber die musst du noch nicht mal kommunizieren oft. Die musst du nur in deinem Herzen tragen und musst die da haben. Und das Kind richtet sich danach, obwohl es kein Wort darüber gehört hat. Und das ist eine andere Vorgehensweise, jenseits der Sprache, im Grunde genommen ein Zusammenleben oder ein Zusammensein können, eben genial zu machen. Und das Kind kommt jetzt. Ja, wird größer, kann laufen und dann fängt es an zu rennen. Ihr wisst, wenn ein Kind größer geworden ist, dann fängt es an zu rennen und an zu laufen. Wisst ihr, warum es das macht? Weil es in der Zeitschrift gelesen hat, Ausdauertraining ist wichtig und deswegen geht es jetzt ums Haus. Nein, bestimmt nicht. Ne? Das macht kein Ausdauertraining. Es hat die Bewegungslust in sich. Und das ist ein Kriterium von Leben. Wir werden geboren mit dem Kriterium Stoffwechsel, Fortpflanzung, Atmung und Bewegung. Das sind die Kriterien, die wir für unser Dasein auf irdischem, biologischem Ebene. Wenn wir bei uns bleiben, dann sind wir genial in dieser Ausprägung dieser 5 Kriterien. Unser Stoffwechsel läuft fantastisch, unser Atem läuft fantastisch, unsere Bewegungsimpulse kommen aus uns heraus. Wir brauchen uns nicht erzählen lassen, was wir jetzt trainieren sollen oder nicht, oder ob ein Marathon gut ist oder nicht. Wir spüren das selber in uns. Ne? Unsere Fortpflanzung läuft ganz natürlich, ob ja oder nein. Auch das wird kreiert in uns. Ne? Ob wir eine Familie entwickeln wollen oder keine. Ne? Das sind alles die Richtlinien, die wir selbst in uns tragen. Und jetzt kommt das Kind in die Schule. Was passiert?
Das Kind muss sitzen. Wirklich. Und meine Frau, habe ich gerade schon erzählt, ist Sonderschulpädagogin. Sie hat was Geniales in ihrer Klasse. Sie kommt aus Bayern. Bei ihr in der Klasse durften die Kinder aufstehen, wann sie wollten, sich bewegen, wie sie wollten. Wenn sie müde waren, durften sie sich hinten hinlegen am Klassenrand und durften schlafen. Das heißt, was ganz Außergewöhnliches. Und da sind wir uns auch begegnet vor vielen, vielen Jahren, in den 90er Jahren, wo wir wirklich eine Übereinstimmung in unserem Denken gesehen haben. Und sie hat alle Kinder, die zu ihr in die Sonderschule kamen, wieder zur normalen Schule zurückführen können. Über ganz bestimmte Arbeiten mit den Kindern zusammen. Sie hat natürlich auch viele Dinge gemacht, auch damals schon mit dem, was ich euch heute erzähle, mit Bewegung und Natur und Wahrnehmung gearbeitet, hat viel mit Bewegung gemacht mit den Kindern, hat ihre Schreibfähigkeiten verbessern können dadurch. Und man hat sich gefragt, wie macht sie das dann? Und dann sind sie von der Regierung gekommen und wollten wollten die Lehrstunden sehen von meiner Frau, was sie da macht. Und die sind dann nach Hause gegangen mit der Anweisung, dass sie auf keinen Fall so einen esoterischen Kram in ihrer Schule haben wollen. Muss man sich vorstellen, obwohl erfolgreich, alle Kinder zurück. Und das ist jetzt schon auch 20, 25 Jahre her, aber so ist das Denken der Menschen. Und meine Frau, die bekommt heute noch von den kleinen Kindern von damals Nachrichten. Letztes Mal kam ein Brief und da sagte, Frau Suche, ich habe sie überall gesucht. Jetzt habe ich sie endlich gefunden. Ich wollte Ihnen von meinem Leben erzählen. Und hat er erzählt, was er jetzt für einen Beruf macht und dass er verheiratet ist und Kinder hat und so weiter. Und das ist schon ganz großartig. Ja, auf jeden Fall, Kinder müssen sitzen. Was bedeutet das? Sie müssen einen Kompromiss machen zu ihrer Lebenslust, zu ihrer Lebensbewegung. Dieser Kompromiss, wenn das ein fauler Kompromiss ist, fauler Kompromiss heißt, dass du keine Einsicht hast darüber, dass du einen Konflikt hast in dir damit. Dieser Kompromiss reduziert etwas in dir, das nennt man biologische Grundausstattung. Das ist mein Forschungsfeld jetzt, genau das. Es reduziert eine Schwingungssubstanz, mit der du geboren wirst, um dann nochmal auf dieses Bild zu kommen. Wenn du hier als Riese geboren wirst, dann hast du eine Schwingungssubstanz, sagen wir sie jetzt 98%. Kann man das sehen, ja? Ne? Ja, 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 man sieht es. Und diese Schwingungssubstanz ermöglicht dir, das zu sein, was du bist. Hier hast du nur noch eine von 20%. Das heißt, das erlaubt dir, dein Leben zu leben und zu fühlen und zu empfinden, wie du bist. Das trennt dich davon. Du hast immer noch eine Verbindung, aber du hast keine Wahrnehmung darauf. Du hast kein Gefühl mehr dazu. Das ist auch sehr wichtig. Ich kretsch da schnell rein. Viele haben ja das Gefühl, wir leben in einer satanischen, dunklen Matrix, in einem so schlechten System. Aber es ist immer noch Teil des großen Ganzen. Also die göttliche Matrix, die göttliche Schöpfung überstülpt alles. Und wir sind jetzt halt einfach hier in einer verengten Matrix, wir sind immer noch in der großen Matrix drin, in der göttlichen. Das heißt, die Verbindung, die ist niemals tot, die besteht. Und deswegen haben wir auch im Leben, selbst wenn wir alles falsch machen, immer wieder mal diese Erlebnisse von so transzendentale Erfahrungen, nennt man das auch, wo man einfach das Göttliche spürt, die Intuition oder dass man einfach alles richtig gemacht hat. Man nennt das auch Flow-Erlebnisse in der Sportwissenschaft. Ja. Also die Verbindung, die ist immer noch da, egal wie düster die Außenwelt aktuell aussehen mag. Und ich sage das jetzt nicht mal aus meiner Perspektive, weil ich sehe überall nur Potenzial. Aber ich stelle mir das halt vor für Menschen, die jetzt total gefangen sind in diesem Schreckensnarrativ. Aber ich denke, dass genau das, was du sagst, im Grunde genommen ist alles göttliche Schöpfung. Das heißt also aus dem großen Raum. Und auch, es gibt keine bösen Menschen, in dem Schwarz-Weiß-Denken, in der Polarität, da existiert das. Aber letztendlich auch, wenn du dunkle Mächte siehst oder was auch immer, dann sind sie eines göttlichen Ursprungs, nur natürlich nicht in ihrem Wirken, ganz klar, nur in ihrer Aktivität. Aber das ist ja das Fantastische,
Du kannst dich nicht faszinieren zu lassen von diesen Dingen. Die sind halt da. So dunkle Mächte sind halt unterwegs. Das ist nun mal so, ne? Und manchmal erwischt dich auch das eine oder andere. Du tust dann manchmal auch selber Dinge, die dann ein bisschen aus dem Rahmen fallen oder andere verängstigen. Das ist, wenn du aber ein höheres Bewusstsein hast für das Leben an sich oder für die Existenz auf dieser Erde, was hier bewältigt werden soll, dann gehört alles, was im Moment da ist, ist ein Teil davon. Nur lass dich nicht davon einfangen wie mit einem Lasso. Dass du, was du vorhin auch gesagt hast, dass du in Gefangenschaft gehst, dass du in diese Enge reingehst, dass du da reingehst, dass alles mit dir gemacht wird. Es wird nicht mit dir gemacht. Solange du nicht bei dir bist, ja, dann hast du das in deinem Denken, in deinem Kopf. Es ist natürlich jede Aktion, die auf dich zukommt im Alltag, ist in deinem Kopf als Einschränkung. Wenn es dein Leben etwas verändert, wo du jetzt plötzlich Einschränkungen hast, dann ist in deinem Kopf, dass du eingeschränkt wirst. Ich spüre gar nicht, dass ich eingeschränkt bin. Ich fühle es nicht. Ist egal, wie das ist oder was da ist. Ne? Wenn du das erstmal da angekommen bist wieder, dass du siehst, wenn die Einschränkung da ist, dann hast du sie angenommen. Du hast sie angenommen. Und du hast sie dann realisiert in deinem Leben. Und dein Leben ist wirklich dann viel anders geworden. Aber du hast immer noch ein Leuchtfeuer in dir oder ein Licht in dir, das dir immer die Möglichkeit gibt, dahin zu kommen. Und ich möchte euch heute die Möglichkeit anbieten, über welchen ganz einfachen Weg, einen einfachen natürlichen Weg, nun, du dieses Licht größer machen kannst. Auf welchem natürlichen Weg du in eine Position gehen kannst, wobei dir keine Angst in dem Sinne mehr ist, eine unverhältnismäßige Angst. Angst ist ganz wichtig. Wenn mein Sohn, der schreibt gerade Abitur, ich habe ihn gefragt, hast du Angst? Ja, sagt er, das ist vernünftig. Das heißt, dass du eine bestimmte Grundangst hast, damit du anfängst zu lernen. Damit du jetzt mal dich hinsetzt und Gas gibst. Aber nicht eine Angst, wo du glaubst, dein Leben wird zerstört, als Beispiel. Und das ist ja im Moment wirklich viel, bei vielen Menschen sind davon betroffen, dass bestimmte Somatiken im Körper auch eintreten. Wir wissen, ich arbeite ja mit Unternehmen auch. Jeder Stress, nicht bewältigter Stress, muss man sagen, bringt Krankheiten davor oder nicht Gesundheit. Das weiß man heute. Jeder Mediziner lernt das, wenn unverhältnismäßiger Stress da ist, dass du eine Somatik bekommst. Ja, du bekommst erstmal ein Symptom, sagt man so schön, eine Somatik. Ein Symptom ist ja noch keine Krankheit. Ein Symptom ist ja nur ein Symptom, was da irgendwo sich was bewegt und du kannst dich darum kümmern, immer noch im Grunde genommen. Und wir erleben bei vielen Menschen Konflikte. Jeder Stress, der sorgt für einen Konflikt in dir selber. Du hast den, wenn du den nicht, wenn du den so annimmst, wie er da ist, dann gräbt er in dir. Aber man kann auch einen Konflikt erlösen, sagen wir so, auf einem bestimmten Weg. Ne? Und je näher du dir bist, du wirst, ich habe das selber bei mir erlebt, ich habe zwei außergewöhnlich schwere Krankheiten gehabt. Ich kann euch einen kleinen Teil davon erzählen. Ich hatte Bauchspeicheldrüsenkopfkrebs mit 43. Und ich habe einen Freund gehabt, der in der Klinik arbeitet als Chefarzt. Der hat mich untersucht und der sagte: Jürgen, ich muss dich so schnell wie möglich operieren. Ich habe ihn gefragt: Wie viel hast du denn schon operiert, die noch leben? Ja, so kannst du das nicht sagen, sagt er. Ne? Denn das verlängert ja dein Leben unter Umständen. Ne? Und ich habe weiche Knie gehabt. Gar keine Frage, mein Körper fing an zu rappeln ohne Ende, was ich gerade erzählt habe. Aber wisst ihr auch warum? Weil er wollte mir Informationen geben, dass ich anders denke, dass es breiter wird bei mir. Und jetzt kann es sein, wenn jemand in dieser Situation ist, dass er sich für Chemotherapie entscheidet. Wenn das sein Konzept ist, dann ist das richtig. Mein Konzept war es nicht. Ich habe mich weder dafür entschieden, operieren zu lassen, noch was anderes machen zu lassen, noch Chemo machen zu lassen. Ich habe mich dazu entschieden, ein Bewusstsein zu haben dafür, dass ich ein großartiges Leben hatte, bis zu dem Zeitpunkt, obwohl ich erst 43 war, dass ich schon viel erlebt habe und dass ich nicht sicher war, ob ich jetzt schon gehen sollte, als Beispiel, war eine Frage, oder ob da vielleicht, ob man mich noch braucht. So, das war so eine Idee. Ich habe beides akzeptiert. Das heißt, ich habe eine Akzeptanz gehabt, eine hohe Akzeptanz denen gegenüber. Und ich bin auch nicht losgegangen und habe gesagt, jetzt genieß erstmal noch das Leben dieses halbe Jahr als Beispiel. Ne? Nein, ich habe meine Arbeit so weitergemacht. Mit Begeisterung. Wie bisher. In einer etwas anderen Art, mit einem etwas anderen Bewusstsein, gar keine Frage. Aber auch mit der hohen Akzeptanz. Ich kann diesen Weg nicht jedem empfehlen. Wenn ich jetzt Empfehlungen geben würde, dann würde ich nur die eine Empfehlung geben.
komm dir näher. Je näher du dir kommst, umso besser kannst du diese Frage beantworten, was dein Weg ist. Hör nicht auf den Arzt, hör ihn dir an. Die Empfehlung ist wichtig, aber die Entscheidung darüber, was wirklich passieren soll, auch wenn du den Gang wieder zurück entscheidest ins Licht, diese Entscheidung, die musst du in deinem Herzen spüren für dich. Und wenn du bei dir bist, dann fühlst du das. Dann brauchst du keinen anderen, der dir sagt, wie du leben sollst, auch in einer schweren Krankheit, was du tun sollst. Du bist die Kompetenz da drin. Deswegen interessiert mich so stark, das vorzustellen, was ich entdeckt habe, nach und nach daran zu arbeiten, wie du das immer wieder spürst. Und einige haben es von euch schon. Da leuchtet das manchmal zwischendurch auf, aber ihr vergesst das dann wieder. Das war bei mir auch viele, viele Jahre immer wieder, dass ich das aufleuchten sah. Vielleicht ein bisschen mehr als bei euch. Als Legastheniker hatte ich ja ein kleines Wunderwerk an Raum vor mir, immer zu sehen und wie die Menschen vibrierten. Und wenn wir hier, so, jetzt kommt das Fantastische. Diese Substanz. Du hast zum Beispiel hier die Bewegungseinschränkung als Kind. Du hast einen Kompromiss gemacht mit deiner Bewegung. Es gibt Kinder, die machen keinen Kompromiss. Die machen einen Kompromiss, aber die kommen aus der Schule. Und wisst ihr, was die machen? Die melden sich im Sportverein an, gehen da in den Verein. Meine Kinder waren in drei, vier Vereinen. Ich bin rumgefahren wie ein Weltmeister. Und ich habe gesagt, ich mache es einfach. Ich mache es, weil wenn die es machen wollen, ich bin Kilometer gefahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, wäre vielleicht eine Sache, die dich mehr fasziniert als die andere. Vielleicht können wir das konzentrieren. Und dann haben sie. Dann haben sie sich dann entschieden, das zu machen, aber die haben diese Lust gehabt. Die haben auf keinen Fall einen großen Kompromiss gemacht. Bei denen ist nicht so viel verloren gegangen von dieser Schwingungssubstanz. Wenn du dann älter wirst und du musst einen Beruf ergreifen, zum Beispiel in der heutigen Zeit ist nicht so einfach bei 1800 oder 2000 Berufsangeboten, dann machst du einen Kompromiss. Wenn du dich selber nicht hast und du weißt nicht, wo du unterwegs sein willst, dann machst du einen Kompromiss mit diesem Beruf. Und wenn du dann in dem Beruf drin bist, dann merkst du Unbehagen, wenn du da drin arbeitest. Und zum Glück merkst du das, weil dann hast du immer die Möglichkeit, denn dein Körper, Unbehagen ist eine Körpergeschichte, keine Gehirngeschichte. Du merkst Unbehagen und dein Körper versucht dir zu helfen, eine Möglichkeit zu finden, etwas entweder zu erkennen, dass die Substanz für diesen Beruf, den du gewählt hast, schon da ist, aber du sie noch nicht fühlst. Das heißt, weil alles da ist, was du gerade brauchst, ne, für diese Situation, das ist die eine Möglichkeit, deine Aufmerksamkeit darauf zu lenken oder eben dir Möglichkeiten zu geben, zu wechseln. Und wenn du nur im Kompromiss bist und du ärgerst dich und ärgerst dich über deine Tätigkeit, die du ausführst, ne, das ist kein glücklicher Zustand. Ne, dann passiert eins, du verlässt dich immer mehr. Du verlässt wieder ein Stückchen von der Substanz hier und es geht wieder klein. Dann lernst du eine Partnerin kennen. Ich bin jetzt schon so viele Jahre verheiratet. Ich kann euch sagen, wenn du eine Partnerschaft machst und du bist nicht in der Lage, im Kompromiss diese zu machen, und zwar nicht als faulen Kompromiss, als ein Kompromiss der Übereinstimmung, als ein Kompromiss des Bewusstseins, dass die andere Person ein eigenes Leben hat, in einer eigenen Art und Weise ihre Bedürfnisse lebt, in einer eigenen Art und Weise. Das muss man im Gefühl haben, dass das eine Akzeptanz hat. Wenn du das nicht hast und du fühlst dich nur eingeschränkt durch die andere Person, dass du bestimmte Dinge nicht machen kannst, dass jetzt weniger für dich zur Verfügung steht und irgendwann sagen auch viele, jetzt habe ich wirklich die, entschuldige das Wort, die Schnauze voll, ich will nicht mehr, dann ist eins passiert. Dann hast du deine Schwingungssubstanz extrem reduziert. Und in dem Moment ist der Punkt da, wo du nicht mehr bei dir bist. Du bist außer dir, sagt man so schön. Das kann man auch, du wirst zum Reptil sozusagen. Du schaltest vom Großhirn ab auf dein Reptiliengehirn und bist nur noch am Reagieren dran. Du läufst durch die Welt in der Reaktion, in der Psychologie. Ich weiß nicht, ob ihr das 90-10-Prinzip kennt. Das 90-10-Prinzip sagt aus, dass wir 90% auf Ereignisse in der Reaktion sind und nur 10% ausgerichtet auf das Ereignis. Das bedeutet also, du beschäftigst dich überhaupt gar nicht mit dem Ereignis. Du bist in deinem Reptil oder in deinen Reaktionen. Insofern ist das Reagieren ist vernünftig, aber es sollte ein Wandel zur Aktion werden. Ich sage ja immer in der Glücksforschung, ich habe mich ja lange damit beschäftigt, mehr agieren als zu reagieren, ist hier die Antwort. Das heißt, hast du die Fähigkeit, 51% zu agieren und 50% nur zu reagieren, bestimmt die Richtung deines Wohlergehens oder deines Selbst.
Ja, und so sind die Dinge. Und jetzt die Frage, wenn ich da drin stecke, dann ist doch eine Frage zu stellen, wie kann ich denn meinen Schwingungszustand, wir sind ja ein System aus Licht und Energie, das ist Jürgen, eine. ist es nötig, dass wir umschwenken auf das Flipchart, die Ja, Kamera? genau. Weil du hast ein So. paar Sachen gezeichnet und vielleicht, Ja, ich weiß nicht. genau. Und jetzt ist so, wir haben diese Schwingungssubstanz, die hat eine Korrelation zu deinem Körperfeld. Das heißt, sie steht in Verbindung mit deinem Körperfeld um dich herum. Das kann ich deswegen sagen, weil ich genau das untersucht habe. Das heißt also, wie ein Körperfeld, das mit dem du geboren wirst, das dir all die Möglichkeit gibt, das zu sein, was du bist. Und nach verändert sich das. Und das Körperfeld, du veränderst ja mit dieser Materie, das ist ja eine materielle Gegebenheit, veränderst du gleichzeitig auch im Körperfeld Aspekte. Und es gibt eine Kohärenz zwischen Körperfeld und zwischen der Substanz. Das haben wir ja gesagt, alles, was an Substanz da ist, hat auch ein Feld. In diesem Sinne ein ungünstiges Feld für dich. Und das habe ich durch meine Tochter, habe ich vorhin erzählt, meine Tochter Sophie ist aurasichtig gewesen mit 12. Und die hat in meinen Forschungen mir geholfen dabei, als ich mit dieser biologischen Grundausstattung gearbeitet habe. Ich will nicht so ins Detail darauf eingehen, weil es zu kompliziert wird, aber ich hoffe, das ist so verständlich, auch plakativ. Die hat mir geholfen, zu erkennen, dass jede Veränderung in deiner Schwingungssubstanz, in deinem Muskelbindegewebe, so sagt man das. Wir sind ja mit unserem Bindegewebe, mit dem Kosmos verbunden, sagen die Yogis. Und dass jede Veränderung der Schwingungssubstanz gleichzeitig eine Veränderung in deinem Körperfeld hervorruft. Und wenn du das schaffst, das wieder zum Wachsen zu bringen hier, dann verändern sich hier auch Bewegungen. Die haben wir auch gemessen, die haben wir aufgezeichnet. Ich habe ein Buch geschrieben, 2020, über Bewegung und über dieses Verhältnis. Und dann wird das immer mehr dein Körperfeld wieder, woraus du leben kannst und aktiv sein kannst. Das sind so die entscheidenden Dinge, die meine Forschung ausmachen. Und bevor wir dazu kommen, wie kannst du sowas überhaupt verändern? Wie ist sowas möglich? Es gibt zurzeit keinen Wissenschaftler weltweit, der sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Das heißt, der sich mit dem Schwingungsphänomen im Muskelbindegewebe beschäftigt. Ist ganz schade. Ich spreche mit ganz, ganz vielen Wissenschaftlern auch. Aber sie machen ganz andere fantastische Geschichten. Es gibt zurzeit Wissenschaftler, die wunderbar Angebote machen und Unterstützung für Menschen. Dies ist ein spezielles, jetzt von meiner Erforschung, was ich euch gerne präsentieren möchte. Ja, das ist so die Grundlage. Ich hoffe, vom Raume ist das verstanden in etwa. Ne? Ja, vielleicht das Letzte, was du präsentiert hast. Es gibt ja jetzt, das ist ja sehr modern, also modern oder neuzeitlich, Schwingungslevel zu erhöhen. Da gibt es Meditation, auch es gibt Schwingungs- oder Energiediät, sehr viele Maßnahmen. Aber das, was du besprichst, ist vor allem, du nennst das Quantenmotorik und du sagst eben, dass unser eigenes Feld, also dass die Aura, dass die durch die Muskelarbeit und die Bewegung beeinflusst wird, sowohl positiv wie auch negativ. Aber nicht rein durch funktionelle Bewegung. Das habe ich dann festgestellt. Das heißt, wenn du einfach nur spazieren gehst oder deine Muskeln so bewegst oder Sport machst, dann ist das nicht so, dass du dadurch dir selbst immer näher kommst. Weil dadurch wird nicht die Schwingungssubstanz verändert. Das habe ich auch an vielen, vielen tausend Menschen überprüft. Erst wenn du unser Muskelbindegewebe ist ja wie ein Halbleiter, quantenphysikalisch gesehen, da werden Informationen transportiert mit Lichtgeschwindigkeit. Oder sogar darüber hinaus. Und wir können durch reine technische Fitness an der Butterfly oder was auch immer du machst, ne, da wird deinem Hirn nicht so entsprechend die Information zugesendet, wie man das brauchte und in welche Bereiche das auch hin muss. Da will ich jetzt gleich von erzählen. Wir machen einen kleinen Gehirnausflug jetzt mal gleich, um zu wissen dann auch, was da überhaupt passiert. Grundsätzlich, jede Bewegung aktiviert Stoffe, Informationen in deinen Muskeln, die zu den Organen, zu dem Stoffwechsel und zu deinem Gehirn gesendet werden. Jede Bewegung, auch funktionell. Aber wenn es einen Veränderungsaspekt haben soll auf dein Bewusstsein, auf deine Erkenntnis, zu dir selbst, auf dein Gefühl,
dann müssen diese Informationen, man nennt es Myokine, dann müssen diese Informationen eine andere Dichte haben. Sie müssen so ähnlich wie beim Computer, du kannst ein Problem nur lösen mit einem bestimmten Programm, was du zur Verfügung hast. Ne? Und du brauchst eine höhere Dichte und eine größere Menge an Informationen. Und da habe ich herausgefunden, dass dies genau passiert, wenn du Bewegung kombinierst mit anderen sensorischen Aspekten. Zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Bewegung kombinierst mit einem Wald, mit einem Wasser, mit einer Bergwelt, mit einer Sandwüste. Als ich da das erste Mal aufgetreten war, vor etwa 25 Jahren, da hat man mich überall rausgeworfen aus Reha-Zentren, könnt ihr euch vorstellen, als Scharlatan und als jemand, der Unsinn erzählt. Heute werde ich eingeladen auf Ärztekongressen. Ich war jetzt auf einem Kongress vor 2 Jahren, waren 300 Ärzte und die wollten genau diesen Zusammenhang von mir erfahren, weil das auch für Selbstheilungskräfte bedeutungsvoll ist. Ich war eingeladen von 40 Physiotherapeuten, um dort diesen Zusammenhang zu erklären, wie wir Bewegung anders nutzen können, dass wir sie kombinieren mit ganz bestimmten Naturphänomenen und zwar deshalb mit der Natur. Da möchte ich einen kleinen Ausflug mit euch machen, was ihr selber auch mir bestätigen könnt. Ihr wart sicher schon mal alle in Urlaub. Und wenn ihr am Meer steht oder ihr steht in den Bergen und ihr schaut so über die Bergwelt oder schaut aufs Meer, dann passiert etwas bei euch. Es kommen plötzlich Ideen, die auftauchen. Und zwar, die Ideen beziehen sich darauf auf euer Leben. Die beziehen sich darauf, wie ihr, wenn ihr nach Hause kommt, unter Umständen eure Arbeit anders machen wollt, mit den Kindern anders umgehen wollt, mit eurem Partner oder was auch immer. Diese Ideen beziehen sich eigentlich auf eure Lebensqualität, auf euren Lebensstil, auf eure Art zu leben. Und da gibt es wissenschaftliche Studien drüber. Und wenn du nach Hause kommst dann weiß man, dass 99,99% der Menschen nichts von dem, was als Idee dort aufgetaucht ist, umsetzen und machen. Es gibt einen Philosophen, der heißt Platon, der hat gesagt, die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschen. Und wir sind ja ein Teil der Natur. Wenn wir uns mit der Natur verbinden, kommen wir uns näher. Das heißt, wenn ihr in Zukunft einfach mal darauf achtet, der Einstein hat das sehr bewusst gemacht, der hat immer einen Block mitgenommen zum Schreiben. Und er dann auf den See rausgerudert ist und dann kam was in ihm auf, hat er sofort das Buch rausgeholt und reingeschrieben. Und als er dann nach Hause gekommen ist und hat das Buch dann aufgeschlagen, dann hat er das erst nicht verstanden, was da stand, weil das auf einer anderen Ebene des Bewusstseins gekommen ist. Versteht ihr das? Es kommt auf einer anderen Ebene des Bewusstseins, sodass man das nicht unbedingt sofort lesbar nutzen kann. Aber wenn du dich dann damit beschäftigst, mit dem, was da steht, dann wird dir das immer klarer. Und meine Empfehlung jetzt auch für euch, wenn ihr mal in der Natur seid demnächst, nehmt euch einen Block mit oder ein Blatt Papier. Und ich bekomme so viel Rückmeldung von meinen Kunden, dass sie sagen, die haben das jetzt ausprobiert. Und in der Tat, die haben auch mal probiert zu sagen, das brauche ich nicht aufschreiben. Weil das ist so klar bei mir. Das ist im Kopf so eindeutig und klar. Ne? Ich brauche es gar nicht aufschreiben. Und dann kommen sie nach Hause, eine halbe Stunde später ist alles weg. Sie verstehen es nicht, warum auf einmal die Anbindung nicht da ist. Wenn ich zu Hause im Bett liege bei mir und ich wache nachts auf, und da kommt so eine Idee, die für mich ganz, ganz klar ist. Wisst ihr, was ich da mache? Sofort aufstehen, einen Zettel holen und das aufschreiben. Das ist das Verrückte. Also ich nutze selbst diese Aspekte. Und ich habe dann mit der Natur experimentiert und habe gedacht, wie kannst du dir diese Information näher bringen, den Brief Gottes an die Menschen? Wie kannst du das machen? Und dann habe ich bestimmte Bewegungen rausgefunden, ganz spezielle Bewegungen mit bestimmten Muskeln, die zu ganz bestimmten Naturphänomenen dir dieses Feld eröffnen oder anders ausgedrückt, die daran arbeiten, dir die Schwingungssubstanz wieder zu vergrößern. Und das habe ich dann entdeckt und rausgefunden, eine Muskelmatrix praktisch, die zu bestimmten Naturphänomenen genau diese Möglichkeit schafft, dass du die Information im Kopf dann hast, parat hast und auch die Änderungen vornehmen kannst. Und jetzt möchte ich einen kleinen Ausflug ins Gehirn machen, wenn das erlaubt ist, wenn das okay Gerne, ist. gerne. Wir haben in unserem Gehirn einen bedeutenden Teil, das ist der Mandelkern, die Amygdala. In der Amygdala werden alle Erfahrungen von uns gesammelt. Jegliche Erfahrung. Schlechte Erfahrung, gute Erfahrung. Manche sind ja auch nutzbringend, gar keine Frage. Aber die meisten Erfahrungen sind lebenseinschränkende
Maßnahmen. Es ist praktisch wie ein Gefängnis, damit zu vergleichen. Viele Menschen fühlen sich ihrer Erfahrung gegenüber verpflichtet und flüchten sich ganz schnell immer in die Amygdala, weil da haben sie nicht genügend Mut dazu oder sagen, nee, das hat sowieso nicht geklappt, das will ich gar nicht, was Neues auszuprobieren. Wir leben in einer Welt der Veränderung. Was Neues ist genial. Das machen Kinder laufend permanent. Die fallen dreimal vom Baum runter, klettern nochmal drauf. Das heißt, das wird uns als Erwachsener nicht passieren. Das heißt, wir schränken uns ein. Der Hypothalamus ist da mehr für Lernen, aber dieser Amygdala ist einfach unser Gefängnis. Die Frage ist, wie kommst du da raus? Das war auch meine Idee gewesen. Wie kommst du da raus? Es gibt einen Bereich im Gehirn, der ist so fantastisch, der ist im vorderen Bereich des Gehirns, das ist der präfrontale Kortex, da ist eine Zone für bewusstes, assoziatives Denken. Das ist eine Zone, wenn man da misst als Gehirnexperte, da misst man nur Licht. Der vordere Bereich, da gibt es keine Aufgabe, die erfüllt werden muss für den Körper oder was auch immer. Das ist ein Raum, da misst man nur Licht. Das heißt, da kommt deine Erkenntnis, da ist deine Erkenntnis. Und die Frage, was wir festgestellt haben, wenn wir diese Bewegung mit der Natur vollziehen, dann gehen Myokine und Botenstoffe sofort in diesen vorderen Bereich und bedienen dann die Amygdala in einer ganz anderen Idee, in einer neuen Idee und installieren das dann da, sodass letztendlich das Gehirn andere Aufträge von dir bekommt. Im Moment, dein Gehirn lenkt dich, das heißt, dein Gehirn steuert dich, gar keine Frage. Aber wenn du sagst, dein Gehirn steuert dich, wer bist du denn? Dass dein Gehirn dich steuert? Wenn du einen Butler hättest oder jemand oder einen Diener, dein Diener soll dein Leben steuern? Nein, du hast ihm aber im Laufe des Lebens verschiedene Aspekte, hast du deinem Gehirn zugespielt, sodass du jetzt so eine Abhängigkeit hast. Aber wir sollten jenseits unserer Gehirnstrukturen eine neue Möglichkeit schaffen können. Wir können das nicht schaffen, ins Hier und Jetzt zu kommen und im Hier und Jetzt zu bleiben, um uns von Zukunft und Vergangenheit in der vierten Dimension sofort zu befreien. Das geht nicht. Wir haben aber die Möglichkeit, als Auftraggeber, wir sind der Chef, das Gehirn ist der Diener und wir sollten unser Gehirn zu unserem Diener machen. Und das machen wir mit dieser Arbeit, die ich mache, indem wir den Umweg über den präfrontalen Kortex mit diesem Lichtraum wählen und der dann wieder unser Amygdala bedient. Und deswegen ist das ein Training. Es gibt keinen Impuls, wo du sofort frei bist. Verstehst du? Das ist also, weil wir sind in einer Entwicklungsarbeit auf der Erde auch deswegen hier hingekommen, um uns auseinanderzusetzen. Und wenn du diesen Impuls zum Wachsen bringst, wenn du einige Monate damit arbeitest oder ein Jahr als Beispiel, du wirst nach und nach Veränderungen merken, so wie Heisenberg es sagt. Du wirst plötzlich eine andere Welt sehen. Du kannst es nicht glauben. Du siehst plötzlich oder du empfindest, dass ein anderer anders zu dir spricht. Das ist aber nicht so. Der hat schon immer so zu dir gesprochen. Du empfindest aber, dass er es anders sagt, sodass dein Reaktionspotenzial in dem Maße nicht gefragt ist mehr, sondern dass du sofort in Aktion gehen kannst damit. Und das ist das Fantastische dabei in dieser Arbeit. Und da bin ich auch ganz glücklich darüber, dass ich euch darüber erzählen kann. Ja. So. Ich fand sehr spannend, das ist jetzt schon ein paar Minuten zurück, aber wo du gesagt hast, dass diese Myokine, dass das in Lichtgeschwindigkeit kommuniziert oder eben noch drüber hinaus. Und da hat es bei mir gleich Klick gemacht, weil ich habe mich früher auch oft über solche Themen informiert, also jetzt nicht im Zusammenhang mit Muskeln, aber über die Beschaffenheit des Universums, der Matrix und so weiter. Ja. Und es gibt da tatsächlich Mainstream-Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass die Grenzen unserer Realität, also unserer, sagen wir, 3D-Matrix, ja, die Lichtgeschwindigkeit ist. Und immer wenn du diese überwindest, dann wird alles plötzlich ganz komisch. Spooky, nennt zum Beispiel Einstein, sprach auch von der Spooky Entanglement in Bezug auf die Verschränkungstheorie. Ja. Und interessant ist eben da deine Arbeit, dass du in deiner Arbeit Aspekte erwähnst, wo eben die Lichtgeschwindigkeit überwunden wird. Und das flasht mich dann gerade extrem, weil das ist für mich gleich ein Indikator, dass es eben etwas hat, das über unsere 3D-Matrix hinaus wächst. Und da wollen wir ja hin. Ich wollte das mal so einschieben. Ich habe sehr viele
Gedanken gehabt, auch währenddessen du sprichst. Also ich höre dir zu, aber bei mir läuft der Denkapparat ständig oder ich weiß auch nicht, diese Einflüsse, die man manchmal hat. Und in meiner Arbeit werde ich auch oft konfrontiert mit Menschen, die nach Lösungen suchen. Und ich habe auch die Hoffnung und den Anspruch, dass ich eben, ich habe das nicht in mir, ich will keinem eine Lösung zeigen, weil das widerspricht mir, ja. Und früher, da war der David Icke für mich wie ein Lehrer und ich habe an ihm kritisiert, also das war meine Kritik an ihm, dass er auch keine Lösungen zeigt. Er sagt nicht, hört auf, Steuern zu zahlen oder wählt nur noch diese Partei oder geht nicht mehr wählen oder er gab keine konkreten Lösungen. Jetzt mehr und mehr kommt er manchmal macht er auch Interviews mit Menschen, die eben konkrete Lösungsansätze haben. Aber das hat mich immer gestört, weil ich wollte doch, der weiß so viel, der hat so viel erkannt und jetzt hat er keine Lösungen. Und das Interessante ist eben, dass eigentlich jeder einzelne Mensch hat eine andere Voraussetzung, eine andere Situation und der braucht halt jeder hat eine eigene Lösung. Und es gibt nicht die Lösung für alle. Aber jeder Mensch hat ein, wie soll ich sagen, muss herausfinden, wie er die Lösung findet. Also ich sage zum Beispiel, wenn du, sag mal, die Lügenmatrix durchschaut hast und anfängst aufzuwachen, dann weißt du genau, was du tun musst. Du brauchst keiner, du kannst dich beraten lassen, inspirieren lassen, alles gut, aber du weißt selbst, was das Richtige ist. Und da kommt dann das große Problem. Oft weißt du, okay, das wäre das Richtige, aber aus dem und dem Grund mache ich es nicht. Ich bin vielleicht zu bequem, ich habe zu viel Angst, ich vertraue mir nicht, weil vielleicht mein Impuls zu radikal ist, also im positiven Sinne radikal natürlich gemeint. Und das war für mich eben auch so eine Gänsehauterfahrung, dich kennenzulernen, weil du eigentlich genau dort an der Stelle arbeitest und über 30 Jahre lang geforscht hast und Erkenntnisse gesammelt hast, wovon ich keine Ahnung hatte eigentlich. Und da hat sich bei mir so viel gelöst und geöffnet und mir auch gezeigt, dass es so viel Potenzial gibt. Wir sind unendliches Potenzial und Absolut. Vieles sieht man eben nicht und man entdeckt immer wieder Neues, ja. Alles das, was du erzählst, das ist genau diese Richtung, die mich so begeistert interessiert, den Menschen nicht zu sagen, wie sie leben sollen, was sie machen sollen. Das kann man auch nicht, weil jeder hat ja seinen eigenen Lebensstil. Es wird immer propagiert, wir müssen einen gesunden Lebensstil leben. Und dann wird viel aufgeschrieben, was wir tun müssen. Dann stellen sich mir immer die Haare hoch. Da denke ich, es gibt doch gar nicht den gesunden Lebensstil. Es gibt nur meinen gesunden Lebensstil. Und wie kann ich jemanden näher bringen? Und im Grunde genommen vermittle ich Grundlagen jetzt dafür, nur dafür, dass ein Mensch das selbst finden kann. Niemals gebe ich eine Empfehlung hier, auch in meiner Akademie. Oft sagen mir die Leute, ja, Jürgen, was ist denn jetzt besser, wenn ich das so und so mache? Ich sage, ich kann dir jetzt eine Möglichkeit eröffnen, wie du es selber beantworten kannst. Das ist eigentlich besser. Das heißt also, wenn du dieses und das nutzt, dann kannst du es selbst beantworten. Ich kann dir keine Antwort geben, was du essen sollst oder wie du jetzt aktiv werden sollst oder welche Entscheidung. Der Thomas von Aquin ist ein Religionsphilosoph. Der hat auch schon vor über vielen hundert Jahren gesagt, ein Dreifaches ist das Menschenheil. Was er glauben soll, ist das Erste. Was er bedarf, ist das Zweite. Und was er tun soll. Wenn er diese Dinge klar hat für sich, ne, dann ist er ganz und heil. Das heißt, du brauchst eigentlich nichts mehr, aber da steckt ganz viel Substanz dahinter. Das heißt, was du glauben sollst, wenn du ganz nah bei dir bist, dann braucht dir keiner sagen, was für dich das Richtige ist, was du gerade auch so schön erwähnt hast. Ne? Du weißt es. Ne? Und ob es in Übereinstimmung mit anderen steht, das spielt keine Rolle. Das ist doch nicht so bedeutungsvoll. Wenn du nicht mehr weißt, was deine Bedürfnisse sind, dann weißt du, du bist ziemlich weit noch von dir entfernt. Ich habe in meinen Seminaren, ich habe letztes Mal ein Ereignis gehabt, da hat sich eine Frau gemeldet und die sagt, Jürgen, ich habe ein Erlebnis gehabt letzte Woche. Da war mein Mann kam zu mir, ich habe drei Kinder, ein Hund, ein Mann, sagt die, der sagte, pass auf. Ich gehe heute mit den Kindern, mit dem Hund raus. Den ganzen Tag bin ich weg. Ich komme erst heute Abend wieder. Du kannst heute machen, was du willst.
Und sie sagte, ach, ich habe mich so gefreut. Ich habe mich in meinen Stuhl gesetzt, ins Wohnzimmer. Und dann saß ich da eine Stunde lang. Und mir ist nicht eingefallen, was es denn ist, was ich jetzt für mich machen könnte. Ich habe das Haus geputzt, obwohl es sauber war. Das ist genau die Situation, wo du dich vergessen hast, wo du dich verloren hast. Und was eigentlich im Grunde genommen auch dem sozialen Feld nicht zuträglich ist. Ne? Weil du in einer Situation dich reinbeamst an Kummer, an Abwehr, an das will ich nicht und so, weil du keine Konzentration auf das hast, dich zu beleben. Ich bin zum Beispiel ein begeisterter Golfspieler als Beispiel, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Meine Frau weiß gar nicht, wann ich golfen war. Das heißt, ich mache es sozialverträglich, ich nutze das für mich, in meiner Bedürfniswelt meine Bedürfnisse zu leben, die zu mir gehören, ne? Ohne meinen Partner zu belästigen damit. Das ist doch, und das ist möglich, aber nur dann, wenn du es nicht aus Aggression machst. Wenn du nicht sagst, so, jetzt will ich auch mal Zeit für mich haben, jetzt geh mal raus, jetzt muss mal hier der Freiraum geschaffen werden. Nein, du hast die Verantwortung dafür für dich. Und je mehr du dich fühlst und empfindest, umso mehr kannst du das sozialverträglich genau machen und dein Leben, du hast dein Leben, du hast die Verantwortung dafür, in der Form, wie du lebst, wie du mit wem zusammenleben möchtest, wie du die Dinge alle machst. Und du wirst genau das Richtige finden, auch die richtige Ansprache, die richtige Art. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe das in eigener Erfahrung oft erlebt auch. Denn es gibt immer Herausforderungen mit Partnerschaft, mit Kindern, bei 5 Kindern. Ich war 7 Jahre alleinerziehender Vater. Das heißt, das war eine ziemliche Hausnummer, wo, aber einer meiner Söhne ist mein großer Meister geworden. Der hat mir die Grenze meiner Möglichkeiten gezeigt, so extrem. Heute arbeitet er in meiner Firma, der hat Kaufmann gelernt, aber er ist mehr für die Technik zuständig hier in der Firma. Und der hat mich so an die Grenze gebracht, wo ich wirklich sagen musste, also ich habe mich nur eine Möglichkeit gehabt in verschiedenen Situationen, mich seinem Herz zuzuwenden. Ich habe Kontakt aufgenommen mit seinem Herzen und wusste, dass ich ihn liebe. Und habe versucht, diese Nähe zu haben und habe gesagt, du kannst machen, was du willst. Er hat lange Haare gehabt, ne, kam mit Springerstiefeln nach Hause, gelbe Haare, weiß nicht, und noch geraucht, so verschiedene Dinge. Das ist so. Er sprach überhaupt nicht meine Vorstellung. Ich sage, Jürgen, löst dich von deinen Vorstellungen. Sag ich, ne? Geh nicht in dieses Reaktionsfeld. Ne? Das sind nur die Ereignisse. Sag ich, hör auf damit. Und da habe ich sein Herz genommen, in Verbindung gebracht und habe ich gemerkt, dass er nach und nach immer andere Dinge tat. Und er hat mir vor ein paar Jahren hier gesagt, Papa, war eine schwierige Zeit mit uns. Aber was ich immer gemerkt habe, dass du mich geliebt hast. Und das ist das Fantastische gewesen in dem Zusammenleben und wo wir heute hier zusammen unsere Arbeit machen können. Und deswegen ist der, ja, das nochmal als Ergänzung. Und jetzt das Bedürfnis, was ich gerade gesagt habe, ist so bedeutungsvoll. Du merkst es, wenn du weitergekommen bist, ein Stückchen näher wieder zu dir, dass du plötzlich die Dinge tust, die auch mehr deine sind. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, Entscheidung treffen. Das ist genau das, dass ich, wenn ich rumgehe und andere Leute immer wieder frage, was ich tun soll, dann bin ich nicht in einem heilen Zustand. Denn wenn du, genau was du vorhin auch beschrieben hast, wenn du bei dir bist, dann weißt du, wie du dich entscheiden sollst. Du bist nicht unsicher und du musst vor allen Dingen schon gar nicht deinen Nachbarn fragen oder deinen Freund, wie du dein Leben gestalten sollst, in welcher Form auch immer oder welche Entscheidung du treffen sollst. Du machst es verantwortungsvoll, auch in dem Risiko, dass etwas schiefgehen kann. Du machst es einfach in dieser Entscheidung dafür. Und ich denke mir, das ist ein gutes Werk, wenn wir das hinkriegen. Ja. Ich glaube auch, dass das eigentlich die Lösung, also in dem Sinne eben nicht die Strategie, sondern die Lösung in sich ist, wie wir uns aus dieser verengten Matrix befreien, ja? Genau. Weil, Okay. Wir sind also ja, ich sehe sonst nicht. die Matrix existiert in der Form ja nur dadurch, nur dann durch dich selbst. Das heißt, die wird ja durch dich selbst, wird die präsent, wenn du auf dieser Erde bist, die gehört dazu. Zur Erde gefangen zu sein da drin gehört auch dazu. Dieses Bewusstsein zu haben der Gefangenschaft gehört auch dazu. Und dann die Möglichkeit zu nutzen, sich aus der Gefangenschaft zu befreien, das gehört auch dazu. Und wenn du in dieser, wenn du in der Matrix, wenn du dein Feld hast, mit dem du arbeitest, du bist mit dem kosmischen Feld, mit dem überpersönlichen Feld, mit dem Gesamtfeld verbunden, ne? Mit deinem Feld. Wenn du diese Verbindung hast zu dem Feld, dann gibt es für dich
keine einschränkende Matrix in dem Sinne. Du hast ja auch gar nicht mehr so in diesem Bewusstsein oder als wirkliche gefangene Situation für dich da. Und das, deswegen ist wirklich diese Empfehlung, es gibt ja viele Meditationsformen, die auch dahin bewegen. Ich war ja lange Zeit, Jahre auch Meditationslehrer. Wege waren nicht so gut, obwohl viele gesagt haben, ich sei ein guter Meditationslehrer gewesen. Und meine Frau sagte, du machst solche tollen Meditationen, die Leute sind begeistert, gehen in die Tiefe rein, können den Raum sehen, der zwischen den Gedanken ist. Das heißt also von einem Gedanken zum anderen der leere Raum, der gefüllt werden kann, alles sowas. Aber ich habe gemerkt, über viele Jahre der Beobachtung, dass ich nicht so vielen Menschen helfen konnte, wie ich dachte. Auch in meinem Coaching. Ich bin 50 Jahre jetzt Coach. Ich arbeite seit 50 Jahren als Coach. Und am Anfang natürlich immer diese Coaching-Ausrichtung, den Leuten zu sagen, was wichtig ist, was nicht so gut war. Aber auch später, ich habe dann gemerkt, warum bleiben so wenig Erträge über für das Großartige, was ich doch da vermitteln kann. Und im Moment habe ich ganz viele Kunden hier, die Coaches sind. Die sagen mir, Jürgen, ich mache meine Arbeit weiter, weil es fantastische Coaches gibt auf der Welt, die fantastische Menschen begleiten. Aber jetzt kommt der Faktor. Inwieweit kann der Mensch das, was er dort im Coaching erfährt, für sich substanziell machen? Inwieweit kann er das? Und das hängt von diesem Schwingungszustand ab. Das heißt, wenn ich einen geringen Schwingungszustand habe, dann komme ich nicht ins Tun. Ich habe meine selbstaktivierte Aktivität verloren. Ich habe meine Selbstbestimmtheit, den Zugang gar nicht, meine Selbstwirksamkeit. Diese Dinge, die Arbeit, die ich mache, die fördern genau diesen Aspekt. Dass Menschen dann auch das, was sie schon mal an genialen Ideen in der Zusammenarbeit mit guten Coaches bekommen, dass sie dann in die Handlung gehen können, ins Tun. Das heißt, in die selbstaktivierte Aktivität. Und das können manche nicht, weil sie immer wieder versuchen, dann sich Informationen vom Coach zu holen, wo es denn lang gehen soll. Nein, das ist nicht das Ding, wo es lang gehen soll. Viele begleiten ja auch auf der Ebene, dass sie nicht sagen, was sie tun sollen. Aber letztendlich kommt es dann doch nicht zum Ertrag, weil dieser Mensch halt immer noch in der Sucht ist, danach doch bedient werden zu wollen. Was ist denn das, was ich tun soll? Ich denke mir, wir können heute toll dazu beitragen, unter Umständen, dass wir eine Möglichkeit, hier ein Mosaik vielleicht präsentieren können mit meiner Arbeit. Ich möchte euch mal einen kleinen Einblick geben in den Film, den ich entwickelt habe. Es dauerte 25 Jahre und ich habe in Südtirol gedreht, ich habe viele Aufnahmen gemacht, mit einer Hochschule für Film zusammengearbeitet, hier in Dortmund als Projekt. Und es verging eine wirklich lange Zeit und rausgekommen ist, ich zeige euch nur einen kleinen Ausschnitt jetzt aus dem Film. So, das ist die, hier seht ihr zum Beispiel den Wald erstmal als eine Möglichkeit. Mhm. In diesem Wald ist vergraben zum Beispiel, wenn du ein wenig Mut brauchst, als Beispiel. Oder wenn die Kreativität, die ist hier untergebracht. Warte, habe ich da unten, ich habe nicht drauf gedrückt. Ah, siehst du? Genau, es hilft nicht, wir haben ein Standbild. Aha. Ah, genau, ein Standbild. Und da ist die Kreativität untergebracht, der Mut untergebracht. Und da gibt es gleich eine Bewegung, die du gleich siehst, die dazu zugeordnet ist. Die brauchst du nur auch eine entsprechende Farbe. Die brauchst du nur anschauen. Das heißt, du brauchst sie noch nicht mal mitmachen. Denn die bildet sich wirklich sofort ab durch die Betrachtung in deinem Körper. Du kannst sogar den Film hinter deinem Rücken laufen lassen. Das haben wir festgestellt, weil wir erblindete Kunden auch haben, die diesen Film anschauen. Das hört sich jetzt widersinnig an, aber die berichten mir, dass sie den Film fühlen und dass sie den Film empfinden. Da ist auch eine Melodie, oder? Oder eine Frequenz? Ja, das ist ja eine Melodie, die habe ich jetzt leider zu. Da steht zum Beispiel Mut. Mhm. Und da werden die alle notwendigen Impulse in dir geweckt, die deinen Lebensmut ausmachen. Und genau, da steht Kreativität. So werden ein paar Metaphern eingeblendet, also keine Affirmationen, sondern mehr Metaphern, die einen Raum öffnen, ne, dass du dich da drin aufhalten kannst. Und dann gibt es hier einen Impuls noch von Wachstum. Und so haben wir für jeden, das ist jetzt ein Film, der 15 Minuten geht. Es gibt kurze Filme, es gibt spezielle Filme auch.
die bestimmte Somatiken zugeordnet sind. Das heißt, da geht es darum, dass du eine Idee bekommst, dich mit der Somatik auf eine andere Art und Weise zu beschäftigen. Wir haben etwa 200 Somatiken nochmal aufgezeigt oder Herausforderungen. Und wenn du die anklickst, dann kannst du den energetischen Hintergrund lesen. Du kannst auch da Affirmationen lesen. Ich bin früher ein Freund von Affirmationen gewesen, habe mich dann vor 20 Jahren nach und nach entfernt, weil die Affirmation keine Spuren hinterlassen hat, wie ich es erwartet habe. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann diese Affirmation mit Substanz gefüllt werden? Sie war so leer, sie war immer leer, wie so ein leeres Glas. Wie kann die mit Substanz gefüllt werden? Und habe die mit meiner Arbeit kombiniert. Und dann wurde es immer mehr zu der Substanz, dass die Person das selber wurde. Das heißt, dass sie die Affirmation nicht mehr brauchte. Wenn du immer wieder die Affirmation brauchst, über Jahre, dann ist das nicht förderlich. Du musst es sein. Wenn du sagst, ich bin zufrieden, dann löst sich bei dir innerlich was aus, wo du vielleicht sagst, das ist vielleicht nicht so, aber du merkst auch, das passiert nichts. Du sagst es immer wieder und immer wieder, vielleicht kriegst du auch da mal einen kleinen Impuls. Aber wenn du es dann bist, wenn es gefüllt ist mit dem, dann brauchst du es nicht mehr sein. Deswegen affirmieren ist eine gute Hilfskrücke als Beispiel, aber nur in der Form, dass es auch eine Substanz schafft in dir. Und das nur als Impuls. Ja, das war ein guter Einblick. Ich bin ja erst seit 2-3 Tagen bei dir in der Akademie, weil wir uns erst vor so kurzer Zeit kennengelernt haben. Aber ich habe schon gesehen, wenn man in dem Mitgliederbereich drin ist, auf der linken Seite gibt es diesen Index. Ja, genau. Mit dem ABC. Und dort hast du wahrscheinlich über 100, ja, so Symptomatiken, die man anklicken kann. Also es ist ellenlang. Ja, genau. Und für jede Symptomatik gibt es dann Übungen, kombiniert mit eben so auch Bildern und Videos, mit Klängen. Wir sind da jetzt nicht in die Tiefe gegangen, aber ich glaube, die Zuschauer, also die Leute, die bei mir abonniert sind, die kennen sich damit auch schon ziemlich aus, ja. Also man muss das jetzt auch nicht mehr im Detail alles erklären. Aber ich fand das wirklich jetzt genial. Ich bin, wie gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen, die ganze Akademie quasi zu nutzen. Ich bin da jetzt noch ich wollte an der Stelle auch noch sagen, ich wollte eigentlich bei der Einführung noch das Thema Quantenphysik ein bisschen vertiefen. Aber ich denke, wir sind schon über 90 Minuten im Gespräch. Das ist vielleicht an der Stelle nicht mehr das Wichtigste, dass wir, aber du hast dieses E-Book geschrieben mit eigentlich auch wichtigen Themen zur Quantenphysik, diese 4 quantenphysischen Gesetze, die wir am Anfang andiskutiert haben, sind da drin und dieses E-Book schenkst du uns. Ich werde das unter dem Video natürlich verlinken, damit ihr alle das auch mal lesen könnt. Darf ich mal kurz ergänzen? Die Quantenphysik, da ist auch die Erlebnisgeschichte mit meiner Tochter drin, die aurasichtig war. Ne? Das ist also ein ganz interessanter Aspekt, das zu lesen. Ja, danke. Das ist. Ich möchte noch kurz sagen, Jan, weil wir haben diesen Film, den wir entwickelt haben, gedreht haben, haben wir früher verkauft, weil wir sehr, sehr viel da reingesteckt haben, denn ich bin kein Abo-Freund als Beispiel, noch nie so richtig gewesen, deswegen habe ich gesagt, nein, wir haben ein Produkt, das können wir verkaufen. Nur, das war für viele nicht stemmbar, das Produkt. Das war einfach, und wir konnten es auch nicht jetzt günstiger anbieten, weil es halt einen sehr großen Aufwand hatte an Zeit, an Geld, da sind 2 Patente drin und so weiter. Und da habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, ich möchte, dass das mehr Leute sich leisten können, das zu nehmen. Und deswegen gibt es da einen monatlichen Betrag, den man dann zahlt und auch ein Angebot jetzt am Anfang, die Hälfte des monatlichen Betrags einfach damit zu starten und sich das 4 Wochen zu gönnen, dann rausgehen zu können ohne Probleme oder drin bleiben zu können, solange man will. Manche sind schon 5 Jahre bei uns drin und wenn man irgendwann sagt, ich will es jetzt doch erwerben, dann kriegt man alles, was man bezahlt hat, angerechnet. Man kann also jederzeit auch rausgehen und das ist nochmal wichtig zu wissen. Und als Angebot. Aber wie du schon gerade sagst, man findet dort ganz, ganz viel auf unserer Plattform, bis hin auch zu einigen Vorträgen, die ich gehalten habe. Und das ist schon sehr umfangreich. Ja, es ist eigentlich, du hast ja, wie ich schon erwähnt habe, über 30 Jahre in dem Bereich geforscht, gearbeitet.
Du warst auch, oder du bist nach wie vor sehr erfolgreich. Ich finde, was dich auch auszeichnet, ist, dass du eigentlich über das Rentenalter hinaus immer noch topfit und wahrscheinlich weiser denn je und mit neuen Angeboten, neuen Erkenntnissen da bist. Das zeigt eben auch, das unterscheidet, denke ich, auch Menschen, die ihren eigenen Weg gegangen sind, vielleicht eben mit anderen Voraussetzungen zum Teil zur Welt gekommen sind, sich zuerst es schwierig hatten in dem System. Und dann, ja, es gibt ja das Buch von Hermann Hesse, glaube ich, Unter dem Rad, die nicht unters Rad gekommen sind, ihre Defizite oder ihre vermeintlichen Defizite als Chancen gesehen haben. Ich habe da ein ähnliches Erlebnis, also im Kindergartenalter, ja, da hat die Kindergärtnerin mich mit meinen Eltern zum Psychologen geschickt, weil ich nicht ganz normal sei und der Psychologe oder Kinderarzt, ja, und der hat dann gemeint, ja, wir sollten vielleicht die Kindergärtnerin zu ihm schicken. Also Ja. zu sagen, es gibt auch im System Leute, die mit Herz arbeiten und mit einem gesunden Menschenverstand haben. Also ich will nicht sagen, dass die krank war und ich normal. Ich war vielleicht ein bisschen wild und so, aber einfach vielleicht nicht so, ich war nicht krank, sagen wir es mal so. Ja. Ja, wir haben jetzt auch am Ende kurz zwei eben Angebote angesprochen. Das eine ist das E-Book, Ja. kostenlos. Und das andere ist deine Akademie, dein Körperzellcoaching. ja, fast wie eigentlich auch ein Lebenswerk. Und dort ist das Angebot, dass man beim ersten Monat zum halben Preis unverbindlich einsteigen kann. Also wer sich interessiert dafür und auch eben den Weg aus der Matrix, aus dieser 3D-Matrix schaffen will, in Selbstbestimmung, ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass Donald Trump oder ich glaube auch nicht, dass Putin oder sonst irgendjemand uns befreien will, wird. Ich glaube, dass jeder seinen Part erfüllt, irgendwie, irgendwo. Aber der Weg hinaus, dann schaffen wir nur selbst. Und du hast eigentlich genau das Tool, das Handwerk, das uns dabei hilft, aus eigener Kraft aus der Matrix hinauszukommen, ohne uns zu bevormunden, ohne uns zu sagen, hier ist die Lösung, so musst du es machen. Einfach nur, damit wir diese, ja, energetisch in diese Kraft finden, die wir brauchen, um selbstbewusst da zu sein und das, was uns nicht passt, an uns abprallen zu lassen oder gar nicht mal irgendwie in Resonanz zu gehen. Vielleicht abschließend, du hast mir im Vorgespräch ein spannendes Erlebnis von der Sophie erzählt, wie die ohne Gesichtsmaske einkaufen geht. Und mit, Ja. vielleicht kannst du das abschließend noch erwähnen, das hat mich auch sehr fasziniert und habe ähnliche Super. Erlebnisse auch schon gehabt. Sophie, die nutzt ja diese Fähigkeit, die sie hat teilweise, das heißt ein Feld zu entwickeln in einer Selbstverständlichkeit, dass sie in ihrer Art und Weise durchs Leben geht, so wie sie das machen möchte, und hat das erprobt. Und das klappt. Ich muss sagen, das ist nicht so einfach. Das heißt, du musst total ganz bei dir sein und auch in der Schöpfung bei dir sein. Und dann geht sie praktisch einfach ohne Maske, auch ohne Maskenbefreiung. Sie geht ohne Maske, geht sie einfach einkaufen. Letztes Mal war sie an der Tankstelle, erzählt sie mir, sie stand da ohne Maske, die Kassiererin war mit Maske und die haben sich unheimlich toll unterhalten. Und dann kam ein Mann rein ohne Maske, der wollte was wissen und da hat die Kassiererin geschimpft. Hier, das geht nicht ohne Maske hier reinzugehen, hat ihn rausgejagt. Ne? Und dann ging die Sophie von der Kasse weg und dann kam der Mann rein und sagte, hey, die junge Frau, die war doch auch hier gerade ohne Maske. Und da war die auf einmal ganz erstaunt, die Kassiererin. Das heißt also, Aufmerksamkeit lenkt die Energie. Wir sind in der Lage, Aufmerksamkeiten anders zu faszinieren, als nur auf diese einschränkenden Dinge. Ne? Das ist so ein Punkt. Den können wir tatsächlich kreieren. Das ist unglaublich. Es hat mich, wo du mir das erzählt hast, mein erster Gedanke waren so Ninja oder Samurai-Kämpfer, die sich in demselben Raum bewegen können wie du und du siehst sie nicht, ja, obwohl sie da sind. Das klingt so magisch, aber das ist einfach, wenn man ja so Auren oder Felder wahrnimmt und die Aufmerksamkeit von anderen Menschen wahrnimmt, also einfach sehr achtsam wird für die Realität oder die Wirklichkeit eben. Wird das Leben sehr magisch. Du hast auch viel von Kindern gesprochen und auch was Kinder von uns eben oft unterscheidet ist,
Wenn die etwas machen, dann geben sie sich der Sache wirklich hin, sie widmen sich der Sache. Also sie setzen sich hin und machen es sich bequem und verschmelzen mit dem, was sie tun. Während, also ein typisches Bild, so ein Kind und ein Erwachsener, die am Brettspiel oder so, der Erwachsene, der ist irgendwie so mit einer Hand vielleicht noch am Handy und dann irgendwie so komisch hingesetzt und als er nebenbei noch gerade schnell mitspielen möchte und das Kind ist total gemütlich sitzt da oder liegt. Man sagt dann, ja, sitzt doch richtig hin, legt diese Liegen, ist nicht anständig oder so. Aber einfach der Unterschied, ja, wenn man sich einer Sache wirklich widmet, mit ihr verschmelzt, dann ist viel mehr möglich im Leben. Moderner Absolut. Begriff ist auch fokussieren natürlich, das ist jetzt auch in der modernen Mentaltraining ein Wort. Ja, jetzt habe ich wieder schon ein bisschen angeknüpft und weitergeredet, aber hast du vielleicht noch etwas Wichtiges, das wir nicht besprochen haben, das du am Ende noch anfügen möchtest? Ja, es gibt eine Vielzahl, aber eins ist bedeutungsvoll. Erstmal bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt und dass ich hier sein durfte. Und meine Botschaft ist im Grunde genommen einfach: achte auf dich und du bist der wichtigste Teil hier in dem Leben. Und was du mitgebracht hast, ist sehr bedeutungsvoll. Und auch was du dir vorgenommen hast an Aufgaben, ist sehr bedeutungsvoll. Und nimm dir einfach zwischendurch Augenblicke und Zeit, um dir dies bewusst zu machen. In diesem Sinne auch unter Umständen die Natur zu nutzen, um das eben noch mal mehr zu erfahren. Danke, danke, lieber Jürgen. Es war für mich auch eine Ehre, mit dir das Gespräch führen zu dürfen, weil die allermeisten Menschen, die was erreicht haben in der Quantenphysik, die sind leider nicht mehr unter uns. Und du bist einer von denen, die noch leben. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Bis auf ein nächstes Mal. Ja, Jan, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und war eine schöne Zeit mit dir und mit euch zusammen. Tschüss. Danke und auf Wiedersehen.